Also guten Morgen trotzdem. Schön, dass Sie immer noch in zumindest einstelliger Zahl erschienen sind. Dritte Vorlesung, zweiter Teil antikes Griechenland. Achso, ja, das ist nett, dass Sie eben die Tür zumachen. Vielleicht. Ich wollte erst noch mal zeigen, hatte ich letztes Mal versprochen, wie man auf dem Abakus insbesondere multiplizieren kann. Mir ist dann auch aufgefallen, dass ich letztes Mal das an einer Stelle ein bisschen ungenau erklärt habe, wie das mit dem Addieren und so ist. Das zeige ich Ihnen noch. Dann gibt es einen Vorgriff auf Euklids Elemente, was eigentlich schon die dritte, also diese Hauptperiode, die alexandrinische Periode ist. Das Problem ist einfach, dass die meisten Sachen, die man aus der ionischen Periode und aus der athenischen Periode weiß, eben nur über die Elemente von Euklid jetzt überliefert sind. Und dann macht es Sinn, dass man vorher kurz mal eben sagt, was sind eigentlich Euklids Elemente, wie sind die entstanden, wie ist das aufgebaut und so. Und dann vielleicht auch nochmal abgrenzt, was war wahrscheinlich vor Euklid anders und jetzt ist jetzt aber so im Detail einfach nicht mehr dokumentiert. Und dann schaffen wir heute sicher die ganze ionische Periode und haben dann nächstes Mal ja im Grunde genommen von der alexandrinischen auch schon relativ viel vorweggenommen. Und da kommen dann nur noch die Sachen, die da dann neu waren. In der athenischen Periode ist gar nicht so viel, da geht es vor allem ja so um das Selbstverständnis der Mathematik und die Logik. Das geht dann relativ flott. Gut, also hier haben Sie nochmal diesen griechischen Abakus. Letztes Mal hatte ich Ihnen da nur diese Replik aus dem Kotsanas Museumsshop gezeigt. Diesmal lege ich Ihnen noch daneben, da fehlt aus irgendeinem Grund die Bildquelle, das ist auf jeden Fall auch aus dem Wussing-Buch, da die Abbildung von dem Original, das ist aus so einer ganz alten numismatischen Zeitschrift, also so einer Münzsammlerzeitschrift. Da sieht man, dass das im Grunde genommen dasselbe sein soll. Die haben da so etwas anders vielleicht das mit den Ziffern dran geschrieben. Ich habe Ihnen auch oben nochmal die Zahlzeichen dazugegeben. Also ist das 1, 5, 10, 50, 100, 500 und so weiter. Und das ist jetzt nicht, dass da rechts die 1, 10, 100, 1000, 10.000 liegen und links liegen die 50, sondern auf den Linien liegen die 1, 10, 100, 1000, 10.000 und in den Zwischenräumen dazwischen legt man die Fünfer, die 500er, die 50er und so weiter. Man sieht das auch, also die 1, die steht da ja neben der Linie und die 5, die ist eher neben den Zwischenraum gezeichnet. Und das hat man noch relativ lange so gemacht. Also es gibt auch dieses Rechnen auf den Linien, das vielleicht zeigt Herr Dörfler das dann noch in dem Teil im Mittelalter oder Spätmittelalter, dann bei Adam Ries wird das erklärt. Und im Grunde genommen weiß man auch nicht genau, wie die Griechen jetzt damit gerechnet haben, sondern sagt einfach, naja, das hat sich dann so weiter überliefert. Und so wie halt der Adam Ries das Rechnen auf den Linien erklärt, so wird das wohl auch früher mit diesem griechischen Abakus funktioniert haben. Also das ist jetzt so ein Felder-Abakus. Sie kennen vielleicht eher diesen, wo man so Steinchen hin und her schiebt, so Kügelchen, oder vielleicht sogar diesen japanischen, wo man so unten hat man da normalerweise 4 Kugeln und oben 2. Und insbesondere in Japan ist ja auch noch sehr lange das Rechnen mit dem Abakus beigebracht worden. Da gibt es auch so Bücher noch aus den 60er Jahren und es gibt witzigerweise auch so Abaki, auf denen auf der Seite noch ein Taschenrechner eingebaut ist. Und da gab es auch irgendwie so japanische Abakusmeister, die dann angetreten sind gegen Leute mit Taschenrechner, um zu gucken, wer irgendwie da gewisse Rechnungen schneller durchführt. Also das hat sich lange gehalten. Aber jetzt gucken wir mal, wie man damit rechnet. So, jetzt habe ich natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und das wieder als GeoGebra-Applet umgesetzt. Wobei es eigentlich mit Kügelchen fast schöner wäre. So, jetzt sollte es gehen. Also, vielleicht noch mal zur Logik. Was kann man also in diesem Abakus darstellen? Maximal 3 Zahlen. Und die Logik ist immer, hier liegt der Einser, da liegt der Fünfer, da liegt der 50er, hier würde der 10er liegen, so ist das also 56. Oder wenn ich jetzt hier hingehen würde und schiebe das hier halt drauf, dann wird daraus 61, weil jetzt habe ich 10 plus 50 plus 1 ist 61.
Und hier unten 503, da sind die 500er, da liegen die 3. Und hier hinten hat man auch noch mal so ein Reserveding, wo das im Prinzip genauso funktioniert. So, jetzt brauche ich gleich meinen Spickzettel, weil ich wollte Ihnen ja das Multiplizieren zeigen. Ich meine, das Addieren ist jetzt relativ leicht, ne? Sie legen die Zahl unten hin, Sie legen die Zahl oben hin und jetzt schieben Sie die einfach hoch. Und wenn irgendwo mehr als 4 zu liegen kommen, dann schieben Sie das 1 weiter. Ne? Wenn jetzt hier 5 lägen, schiebe ich das in die Spalte und nehme die Überschüssigen weg. Da wird 4, sobald da 5 liegen, schiebe ich den eine Spalte weiter. So, also müsste ich die 503 plus 61, wird einfach nur heißen, ich schiebe die hier nach oben. So, das habe ich jetzt clever gemacht, da entstehen überhaupt keine Überträge. Das kann also alles brav so liegen bleiben. So, aber wenn man einen Übertrag hätte, wenn jetzt hier zum Beispiel 5 wären, würde ich 4 davon wegnehmen und einen 1 weiterschieben. Ja, und beim Subtrahieren kann man sich vorstellen, dass das ähnlich funktioniert. Wenn man jetzt das Problem hat, dass hier oben zu wenig sind, dann muss man immer eine Spalte zurückschieben und entsprechend mehr da reinlegen und dann gucken, ob man es dann schon wegnehmen kann. Und sonst muss man es noch eine Spalte weiterschieben, entsprechend viele wieder draufgeben und gucken, ob ich es dann abziehen kann. So, und beim Multiplizieren, das ist jetzt vielleicht etwas enttäuschend, was man immer noch können muss, auch wenn man einen Abakus hat, ist das kleine 1 mal 1. Also der Abakus rechnet Ihnen nichts. Das Einzige, was der Ihnen erspart, ist das Aufschreiben von Zwischenergebnissen. Insbesondere, wenn Sie jetzt so ein etwas komisches Zahlzeichensystem haben, ist das ja nicht so nett wie bei uns, die wir schriftlich rechnen können und das immer so schön untereinander schreiben mit den Ziffern. Und das, dieses Untereinanderschreiben, das macht man eigentlich mit dem Abakus. Also lange Rede, kurzer Singen, wir fangen alle. Auch Zwerge haben mal klein angefangen, also wir fangen mal mit 17 mal 5 an. So, jetzt lege ich die 17, lege ich mal hier oben rein. So, also ein Zehner, ein Fünfer und zwei Einer. Und 17 mal 5. So, jetzt gibt es entweder, ich merke mir die 5 einfach oder wenn ich mir die 5 nicht merken kann, ich meine, bei so Einstelligen ist das ein bisschen lächerlich, lege ich mir die hier hinten hin. So, und jetzt lassen wir das Ergebnis entstehen unten. So, ist jetzt nicht so schwierig, ne? Wir rechnen das stellenweise, beziehungsweise Sie können sogar sagen, Sie rechnen das hier, Sie fangen hier mal an, da haben Sie also 2 legen, die müssen Sie mal 5 nehmen, ist 10, also lege ich mir hier unten schon mal die 10 hin. Dann habe ich hier die 5 legen, die muss ich auch mal 5 nehmen, ist 25. Okay, kommen wir noch 1 und 2 und einer in die 5er-Spalte. So, und jetzt muss ich noch rechnen, 5 mal 1 ist 5. Also da hingelegt, 5 mal 17 ist also 85. Oh. Stimmt hoffentlich. 5 mal 10 ist 50, 5 mal 7 ist 35, 85. So, man rechnet das also eigentlich im Prinzip genauso wie wir, wenn wir schriftlich multiplizieren, außer dass man hier noch die Einteilung mit den Fünfern hat. So, jetzt machen wir auch mal ein zweistelliges, damit man nochmal ein anderes gesehen hat. Also nochmal das Brett geleert. So, etwas störrisch das Ganze. 103 mal 12 rechne ich jetzt. So, ich bin ein bisschen faul. Sie werden gleich sehen, dass ich mir die immer schön so zurechtgelegt habe, dass das relativ leicht geht. Also 103 mal 12. Die 12 merke ich mir wieder oder lege sie mir halt hier hinten hin. 1 und 1, 2. So. Ja, jetzt können wir vorne anfangen oder hinten anfangen. Das ist im Grunde genommen egal, wir fangen mal hinten an. Also 2 mal 3 ist 6. Okay, muss ich also hier unten 5, 6. 2 mal 1 ist 2, also kommt hier in die 10er-Spalte 2. So, und jetzt normalerweise würden wir dann sagen, okay, mit dem Zweier bin ich fertig, den lege ich hier schon mal weg, damit ich mich da nicht vertue. Und jetzt habe ich also noch 10 mal, also einmal die ganze Zahl, aber in der 10er-Spalte also 1 verschoben. Jetzt lege ich hier unten das einfach auch nochmal hin. 1, 2, jetzt habe ich mich, glaube ich, schon wieder vertan. 3, irgendwas habe ich schon wieder falsch gemacht. Ja,
Ja, ich habe den 100er nicht mal 2 genommen, sondern so getan, als wäre es ein 10er. So, hier gehört er hin, ne? So, da gehören die hin. Richtig? 100er mal 2 nehmen, nicht 10er mal 2 nehmen. War ja 103, was da umliegt. So, jetzt stimmt's aber. Hier sind schon mal die 3. Und jetzt muss ich auch noch, 6 wollte ich da reinlegen, ne? Jetzt bin ich ganz durcheinander. 10 mal 3, also die 3 stimmt schon mal. Und hier sollte ich doch den Einer hinlegen für den Tausender. 10 mal 103 liegt jetzt hier unten. So, 1236, jetzt stimmt's auch. Ja, ich habe mich da erst in der einen Spalte vertan. Ja, Sie sehen schon, wenn man das nicht gewohnt ist. Was es halt noch hilft, ist, dass man da noch die 5er als Zwischenschritte hat. Aber ansonsten funktioniert genauso wie schriftliches Rechnen. Im Grunde genommen nur, dass man das halt an dem Ding da macht. So, Division habe ich mir nicht mehr angeguckt, dürfte. Aber im Grunde genommen funktioniert das auch wieder. Genauso wie man schriftliche Division kennt. Gut, dann haben wir das auch noch gesehen. So, jetzt hatte ich gesagt, wir machen einen kleinen Vorgriff. Wir hüpfen schon mal in die alexandrinische Periode zum Euklid. Diesmal weiß ich, dass ich schön langsam reden darf. Vielleicht vorab noch, das habe ich jetzt von meiner Kollegin Henrike Almendinger aus ihrem Skript zur Geometrie geklaut und extra die alten Griechen mal in Anführungsstriche gesetzt. Also die Griechen in der Antike entdeckten die Macht des Denkens, die Logik und damit auch die Möglichkeit der Mathematik. Ja, das wird ganz gerne gesagt. Also für einige Mathematiker und Mathematikhistoriker fängt die Mathematikgeschichte quasi erst mit den Griechen an, weil man sagt, da ist es zum ersten Mal so, dass man Mathematik so als reine Geistestätigkeit unabhängig von praktischen Bedürfnissen auch betreibt. Die haben natürlich auch praktisch gerechnet und so, aber das stand jetzt nicht im Mittelpunkt oder steht nicht im Mittelpunkt des Interesses. Das nennt diese ganzen Rechengeschichten und Abakus und so, das heißt Logistik, und das war jetzt an den wissenschaftlichen Städten zu der Zeit wie diesem Museion da in Alexandria nicht das Thema, sondern das Thema war, wie kann man durch reines Denken Erkenntnisse erzählen. So, und dann hat man eben unter anderem unter Aristoteles versucht, so Regeln und Gesetze des Denkens aufzustellen. Das ist die aristotelische Logik. Das ist im Wesentlichen genau das, was Sie mit diesen Wahrheitstafeln und Modus Ponens und so vielleicht mal im Vorkurs oder in elementare diskrete Mathematik oder in Analysis oder wo man das dann macht. Also so diese Beweislogik und so, das hat sich eben zu der Zeit herausgebildet, also im Prinzip noch vor Euklid. Darauf konnte man bei der Niederschrift von diesen Elementen des Euklid dann schon zurückgreifen. Und insbesondere dieser Syllogismus, also wenn die Voraussetzungen eines Schlusses gegeben sind und die Schlussweise zulässig ist, dann muss automatisch auch die Folgerung gelten. Also wenn A folgt B als Schluss richtig ist, und wenn das A richtig ist, dann ist automatisch auch das B richtig. So, das nennt man ja den deduktiven Schluss. Und das ist ganz wichtig geworden dann. Und weite Teile des Euklids beschäftigen sich mit Geometrie. Und in der Geometrie ist das auch zum ersten Mal so ja, zur Perfektion ausgearbeitet worden, diese Schlussweise. Und selbst die Sachen, die da mit Zahlentheorie und so zu tun haben, das werden wir auch noch sehen, sind eigentlich immer auch mit Bildern verbunden, haben also versucht, das so geometrisch darzustellen. Und dann gibt es diese Art, dass man sagt, etwas wird More Geometrico gezeigt. Das hat jetzt nichts mit Willi More zu tun, sondern das meint, nach Art der Geometrie wird etwas bewiesen. Und das gilt eben lange Zeit als ganz großes Qualitätsmerkmal. Ändert sich dann quasi erst, irgendwann kippt das, wenn so die analytische Geometrie sich durchsetzt, sehr spät im Grunde genommen, erst im 19. Jahrhundert, wo dann auf einmal die Arithmetik das Sicherere wird und man versucht, alles auf die Basis der Arithmetik zu stellen, die Analysis und die Geometrie und so weiter. Das ist aber ganz spät, da kommt wahrscheinlich Herr Dörfler noch nicht mal mehr hin. Für die längste Zeit ist das Argumentieren in der Geometrie das Vorbild für das Argumentieren in der Mathematik und das Vorbild für eigentlich das Argumentieren in anderen Wissenschaften. Ja, und da gibt es eben diese Stochaia oder Euklids Elemente. Also wenn es den Euklid denn gegeben hat, was gar nicht ganz sicher ist, weil über sein Leben ist irgendwie
relativ wenig überliefert. Manche Leute behaupten, das wäre so ähnlich wie bei Bourbaki. Euklid wäre quasi ein Pseudonym für eine Gruppe von Personen, die diese Elemente verfasst haben. Aber die meisten Mathematikhistoriker glauben, den hat es wirklich gegeben. Und der ist irgendwie so um das Jahr 300 an dieses Museion in Alexandria berufen worden. Da in Alexandria ja auch diese große Bibliothek und das Museion eben so eine Stätte der Wissenschaft und der Musenverehrung. Daher kommt ja eigentlich das Wort Museion. Schon vor Euklid hat es so Elemente gegeben. Das war quasi immer so eine Art Zusammenfassung des State of the Art in der Mathematik. Was hat man bis dahin gewusst? So Lehrbücher, zum Beispiel werden wir nachher sehen, der Hippokrates hat auch schon so Elemente verfasst. Aber als dann das vom Euklid fertig war, war das eben das Beste zu der Zeit. Und dann sind die ganzen anderen Vorversionen eben nicht mehr weiter abgeschrieben worden. Man muss sich ja immer denken, da wird nichts gedruckt oder so. Wenn jetzt einer den Euklid haben will und noch einer will den haben, dann muss den einer abschreiben. So, und dann ist klar, man überliefert jetzt nicht die ganzen Vorversionen auch noch. Warum soll man die auch noch alle abschreiben? Also das ist sozusagen die Definitive Edition. Das ist natürlich auch noch überarbeitet worden im Laufe der Zeit. Aber im Wesentlichen diese 13 sind es, glaube ich, Bücher, also 13 Kapitel sind das dann geblieben. Wir haben nur ganz wenig Fragmente, die davon übrig geblieben sind. Was Sie da sehen, ist, das ist Proposition 5 aus Buch 2. Da wird gezeigt, dass AB plus in Klammern A minus B Quadrat Viertel dasselbe ist wie A plus B Quadrat Viertel. So, mit so einem kleinen Bildchen da unten dran. Das dürfte so um das frühe 3. Jahrhundert sein. Also das ist eine der wenigen Fragmente, die da in der Form überliefert sind. Die meisten sind ungefähr 1000 Jahre jünger, ihre Abschriften. So, und dann ist es natürlich immer etwas schwer zu sagen, was war da von Anfang an drin und so weiter. Was ist typisch dafür? Bei dem Katz steht das irgendwie schön. No examples, no motivation, no witty remarks, no calculation. Also Staub, trockener als Staub quasi. Ja, wie einige von Ihnen eine Lehrveranstaltung, deren Name ich jetzt nicht nennen will, bewertet haben. Oder no bullshit, könnte man wahrscheinlich auch sagen. Da stehen tatsächlich nur Definitionen, Axiome, Sätze und Beweise drin. Und das war dann lange Zeit stilprägend für die Art, wie Mathematik aufgeschrieben wird. Da wird an keiner Stelle gibt es mal, ich mache jetzt mal ein Beispiel zu dem Satz oder so, das gibt es nicht. Oder irgendwie, wir machen das jetzt, weil so und so oder irgendein netter Spruch oder so, steht da nichts von drin. Und das ist dann wirklich sehr prägend geworden für die Art, Mathematik aufzuschreiben. Kann man sagen, mit allen Vor- und Nachteilen, die das dann hat. Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, sind die Elemente des Euklids ganz lange Zeit Standardwerk zum Mathematikunterricht geblieben. Oder also auch für Beschäftigung mit höherer Mathematik. Wenn Sie vielleicht mal die Säulen der Erde von Ken Follett gelesen haben, oder den Film gesehen oder das Hörspiel angehört, da ist zum Beispiel auch der Jack, der Baumeister, der da irgendwie so in die Lande zieht, da steht dann auch irgendwann, dass er den Euklid gelesen hat und der Blitz der Erkenntnis wäre über ihn gekommen. Das spielt ja irgendwie da im frühen Mittelalter. Und da geht es auch so mehrere Seiten, da steht dann auch, der hat da 5 Axiome und so, also das ist popkulturell einigermaßen eingebunden sogar auch dann. Ja, dann schauen wir vielleicht mal rein, wie ist das so aufgebaut? Ich hatte schon gesagt, das hat so 13 Bücher, wobei Buch jetzt meint immer ein Kapitel, das ist jetzt nicht ein ganzes dickes gebundenes Buch. Da hat man erstmal die planimetrischen Bücher, das ist also ebene Geometrie, wobei in den Büchern 1 bis 4 ist das noch Geometrie ohne Zahlen und Messwerte. Da kann jetzt schon mal stehen, also das Verhältnis von irgendetwas ist gleich, oder da sind 2 Winkel sind zusammen so groß wie ein Rechter, aber es ist nichts, wo man irgendwie messen muss, Winkel messen muss, Längen muss und dann irgendwie damit was machen muss. Das ist dann erst in den Büchern 5 und 6, wo es um vergleichbare Größen und die Verhältnislehre geht. Und in den Büchern 7 bis 10 geht es um Maße und Zahlen.
da werden wir noch sehen, dass das auch so eine etwas eigentümliche Unterscheidung bei den Griechen ist, dass die eben nicht zu allem, was wir Zahl genannt haben, so ohne weiteres Zahl gesagt haben. Auf jeden Fall geht es da vor allem um die Lehre der Zahlenverhältnisse, die dann auch in der Musik zum Beispiel eine Rolle spielen. Und dann gibt es auch noch die Größenverhältnisse. Ja. Und insbesondere gibt es dieses Buch 10, da geht es um die kommensurablen und die nicht kommensurablen Streckenverhältnisse. Ja, und dann gibt es noch die stereometrischen Bücher. Interessant ist für uns jetzt erstmal vor allem das Buch 1 und das Buch 3, zum Teil auch noch so 1 bis 3, weil das ist im Wesentlichen so die Mathematik aus der ionischen Periode. Allerdings muss man ganz klar sagen, eben anders dargestellt. In dem Euklid stehen Sätze und Beweise drin. Die Sätze hat man zu der ionischen Zeit auch schon gehabt. Aber es ist sehr unklar, ob man die Beweise hatte. Auf jeden Fall hat man bei den wenigen Fragmenten, die man aus der Zeit hat, dann immer das eher praktisch und auch mit Berechnungen und so aufgeschrieben gehabt. Also es ist schon die Mathematik der ionischen Periode, aber in der Darstellung von etwas später. Da liegen ja so ungefähr 200 Jahre dann auch noch mal wieder dazwischen. So, gucken wir mal rein in das Buch 1. Was ist da so drin? Lala, Tafelwischpause. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Übersetzungen von dem Euklid. Ich zitiere jetzt die meisten Sachen immer aus so einem Euklid, der komplett im Internet steht. Deswegen 2008 ist ja für Euklid ein bisschen spät. Das meint einfach, das ist das Datum der Übersetzung. Und einige schreiben das so etwas anders. Manchmal steht da, ein Punkt ist, was keine Teile hat. Und hier steht jetzt das elementar bezeichnete, ein Punkt hat keine Teile. Diese Ausgabe, die dann auch in den Folien dann ja verlinkt ist, da ist ganz schön, dass, also wenn man dann Griechisch kann, da ist das immer so, dass man bei jedem Dings hinklicken kann und kommt dann auf die ursprüngliche griechische Übersetzung. Weil man muss ja auch sagen, der ist ja auch nicht komplett griechisch. Es hat dann irgendwann mal einer so eine definitive griechische Zusammenstellung gemacht, wo auch nur Fragmente aus dem Griechischen, da waren Fragmente Arabisch und so weiter. So, eine Linie hat eine Länge, aber keine Breite. Das meint wohl Geraden. Dort, wo sich Linien erstrecken, liegen Punkte. Eine Gerade ist eine Linie, die durch Punkte gleichmäßig gegeben ist. Eine Fläche hat Länge und Breite und so weiter geht das. 21 davon gibt es. Jetzt muss man sagen, ganz wie moderne Definitionen ist das nicht, weil man mittlerweile viele Begriffe oder immer in jeder Theorie eigentlich ein paar Grundbegriffe hat, die man nicht definiert. Aber da kommt wahrscheinlich der Herr Dörfler auch nicht mehr hin zum Hilbert und seiner Geometrie. Bei dem Hilbert gibt es ja diesen Spruch, also man soll sich unter den Punkten und unter den Geraden gar nichts vorstellen, da soll man im Zweifelsfall auch immer Sessel oder Bierseidel sagen können. So, ja, das ist so, dass quasi indirekt durch die Axiome, die dann kommen, beim Hilbert gesagt wird, wie sich Punkte und Geraden miteinander verhalten. Und mehr, sagt der Hilbert, muss man eigentlich über Punkte nicht wissen. Also man muss wissen, dass zwei Punkte immer in eindeutiger Weise eine Gerade definieren. Oder man muss wissen, dass es mindestens drei Punkte gibt. Aber was die Punkte sind oder so, da braucht man sich dann keine Vorstellung darüber machen. Und das gibt es eben bei Euklid noch nicht. Da wird eben jeder Begriff erklärt oder definiert, auch wenn man später gesehen hat, das müsste gar nicht so sein. Aber dann die abgeleiteten Begriffe, das ist schon sehr ähnlich. Ne? Außerdem heißt ein Dreieck rechtwinklig, wenn es einen rechten Winkel, stumpfwinklig, wenn es einen stumpfen Winkel und spitzwinklig, wenn es drei spitze Winkel hat. Das wäre ja eine Definition, die könnten Sie heute noch genauso verwenden. Da spricht ja eigentlich nichts gegen. Da merkt man aber auch, weil das immer dann, da ist das ja so, irgendwo steht jetzt, was rechtwinklig ist, irgendwo steht, was ein Dreieck ist und jetzt wird davon abgeleitet, was ein rechtwinkliges Dreieck ist. Das geht dann. Aber irgendwo ganz am Anfang braucht man mal ein paar Begriffe, die man ja dann nicht wieder auf andere Begriffe zurückführen kann. Und das war da noch nicht so ganz klar zu der Zeit. So, dann schauen wir auch mal die Postulate an. Es gibt Postulate und Axiome, aber Postulate sind im Grunde genommen dasselbe wie Axiome. Und wenn einer von den Axiomen der Geometrie redet, von diesen 5, dann sind das auch immer genau die 5, die hier stehen. Das ist jetzt ein bisschen Wiederholung für die Leute, die schon Didaktik der Geometrie gemacht haben. Da kam das nämlich schon vor. Aber das schadet ja auch nicht, wenn man das nochmal ein bisschen wiederholt.
Oder hier sind ja, oder hier könnten ja auch Leute sein, die gar nicht Lehramt studieren, die haben ja dann gar keine Didaktik der Geometrie. Schauen wir uns die Sachen mal an. Die ersten zwei Axiome, beziehungsweise die ersten drei, schauen wir uns zuerst an. Von einem beliebigen Punkt zu einem anderen ist eine gerade Strecke zu ziehen und eine gerade Strecke ist beliebig verlängerbar. Das beides zusammen nennt man auch Axiom des Lineals. Weil das sagt einem, zwei Punkte kann ich immer mit einer Strecke verbinden und ich kann Geraden lang ziehen. Das ist das Lineal. Und um einen beliebigen Punkt ist mit beliebigem Radius ein Kreis beschreibbar. Das ist das Axiom des Zirkels. Das sagt einem, es ist möglich, Kreise zu zeichnen. So, und dann kommt noch unter, Winkel sind gleich, da kommen wir gleich noch zu. Das zeigt jetzt diese herausgehobene Stellung der zwei Werkzeuge, Zirkel und Lineal. Es geht ja dann, auch heute wird das viel darum gehen, immer darum, ob gewisse Dinge konstruierbar sind. Das sind so Existenzbeweise. Also zum Beispiel gibt es gleichschenklige Dreiecke. Die gibt es, wenn ich eine Konstruktion aufweisen kann, die nur mit diesen beiden Operationen, Geraden ziehen, Kreise zeichnen, zeigt, ich kann das konstruieren. Und deswegen sind diese Konstruktionen so wichtig. Die Konstruktionen sind also bei dem Euklid etwas, was eigentlich, wo nicht jetzt das Ziel ist, schöne Zeichnungen aufs Blatt zu kriegen, sondern da geht es um, wie dann später die Geometriedidaktiker sagen, um Figuren, also gedachte, ideale Objekte. Und für die gibt es eben die zwei Konstruktionsregeln. Ich glaube, das eine geht und das andere geht und das soll perfekt gehen. Und das sind sozusagen perfekte Objekte. Man kann dann mit dem Zirkel und dem Lineal auch was aufs Blatt malen, aber das ist immer nur ein Abbild der eigentlichen Idee einer Geraden oder der Idee von einem Kreis. Das nennt man dann Platonismus, also das kommt vom Platon her, diese Denkweise. Und das haben wir, glaube ich, in Didaktik der Geometrie auch kurz angesprochen, dass das so ist. Aber der wesentliche Zweck der Konstruktion und das Wesentliche, warum man da nur Zirkel und Lineal zulässt, ist eben, sagt man, naja, in so einer Axiomatik will man halt von möglichst wenig ausgehen. Die Axiome werden ja nicht weiter bewiesen. Also geht man hier nur davon aus, es ist möglich, Kreise zu zeichnen und es ist möglich, Geraden zu ziehen. Und jetzt wollen wir damit alles machen. Ganz reicht das nicht. Man muss noch zusätzlich sagen, dass alle rechten Winkel einander gleich sind. Das ist das vierte Axiom. Und dann kommt dieses etwas schwierige fünfte Axiom. Zwei Geraden, die von einer Geraden geschnitten werden, wobei die innenliegenden beiden Winkel zusammen kleiner als zwei Rechte sind, treffen sich dort, wonach die Winkel liegen. So. Also jetzt oben wäre das bei uns. Ne? Oben sind die zwei Winkel, die kleiner als zwei Rechte sind und da sollen sich die Geraden treffen. Das hier, was da steht, ist eigentlich das Parallelenpostulat. Etwas anders aufgeschrieben. Wenn man da etwas nachdenkt, kommt dann nicht raus, wenn auf beiden Seiten rechte Winkel liegen, dann schneiden die sich nicht. So, und das ist dieses A, es gibt durch einen Punkt immer genau eine. Und da war eben lange Zeit bis Gauss, muss man sagen, nicht klar, ob es nicht vielleicht doch möglich wäre, das, was in dem fünften drin steht, durch die ersten vier zu beweisen. So, und erst der Gauss hat dann dadurch, dass er eine Geometrie aufgezeigt hat, wo das nicht gilt, dieses fünfte Axiom, also gesagt hat, ich kann da auch Alternativen zu annehmen und alle anderen Aussagen bleiben erhalten, also die ersten vier Axiome gelten, aber ein anderes fünftes, dann funktioniert das trotzdem und dadurch ist dann gezeigt, man braucht das fünfte wirklich, wenn man die euklidische Geometrie haben will. Von dem hängt zum Beispiel auch sehr direkt ab, dass die Winkelsumme im Dreieck 180 Grad ergibt. So, und bei dem Gauss gibt es dann eben noch Geometrien, wo die Winkelsumme im Dreieck entweder weniger oder mehr als 180 Grad ist. Das ist auch denkbar und ist zum Teil sogar hilfreich. Zum Beispiel ist die Geometrie, die man auf der Kugeloberfläche macht, ein Modell dafür, dass man Winkelsummen hat, die größer als 180 Grad werden können. So, also es gibt durchaus sinnvolle Geometrien, die man sich überlegen kann, wo diese Axiome nicht gelten, aber so für die ebene Geometrie, für die Planimetrie ist das schon ganz vernünftig. Ne? Da hat ja auch der Gauss, soll dann ja da irgendwie in den Brocken gegangen sein und hat da so drei weit auseinanderliegende Berge vermessen und irgendwie so ein Dreieck und dann so geguckt,
kommt da jetzt ungefähr 180 Grad raus, Zwinkelsumme. Und dann hat er gesagt, ja, das kommt ungefähr raus. Also sagen wir mal, die euklidische Geometrie ist die, die so im Wesentlichen vernünftig ist, erzählt die Legende. Gut. So, das kennen jetzt alle schon, die Didaktik der Geometrie schon hatten. Aber jetzt werde ich es aus Didaktik der Geometrie halt herausnehmen. Das ist so etwas auch zur Erheiterung gedacht. Wir schauen uns mal die Proposition 1 aus Buch 1 an. Hier ist das in der Darstellung aus dem Buch von Byrne. Das heißt irgendwie so die ersten 6 Bücher der Elemente des Euklid, wobei alle Bezeichnungen durch Farben ersetzt wurden, damit es für den Lerner zugänglicher ist. Nur auf Englisch halt. Der Byrne, der war Inspektor ihrer Majestät Queen Victoria auf den Falklandinseln. Und der hat sich halt die Mühe gemacht und quasi das Euklid hergenommen, so andere Euklid-Übersetzung. Und es ist dann hingegangen und hat sämtliche Objekte bunt angemalt. Und überall, wo vorher sowas stand wie Halbkreis AB und so, hat er so ein kleines Piktogramm reingemalt, damit man quasi komplett ohne Variablen den ganzen Euklid sich ansehen kann. Und das, weil das 1847 ist, ist das mittlerweile auch im Public Domain, also das kann man sich runterladen, wobei es auch 2010 nochmal beim Taschenverlag wieder neu aufgelegt worden ist. Ich glaube, der Herr Kaduns hat auch so ein paar Bildchen davon bei sich im Büro hängen und hat auch eins. Ich glaube, diese Taschenauflage gibt es dann auch schon nicht mehr. Und da ist auch anlässlich dieser Neuauflage, war da sogar ein Bericht in der FAZ damals drüber drin, über dieses Buch. Und es sind eben nur die ersten 6 Bücher, weil danach wird es dann zahlentheoretisch und so weiter. Das ist dann irgendwie nicht mehr so gut. Wobei es auch, glaube ich, Leute gab, die versucht haben, das noch weiterzuführen. Leider ist das immer Englisch und wie Sie auch schon sehen, haben Sie da noch dieses on a given, finite und dann straight line, wo man diese 2 verschiedenen S hat. Ne? Also manchmal dieses S, was so ein bisschen aussieht wie ein F. Das ist so etwas blöd zu lesen für Leute, die jetzt nicht unbedingt Geschichte studieren und sowas öfter lesen müssen mit den Schriftzeichen. Aber wir modernisieren das etwas. Man sagt ja immer, beweisen würde meinen, dass man etwas gegen jeden Einwand verteidigen kann. Und deswegen habe ich Ihnen jetzt mal den Beweis so in der Struktur einer Gerichtsverhandlung als Video mitgebracht. Gut, das ist tatsächlich ein kleiner Flaw in der Argumentation, die da geführt wird. Es gibt nämlich tatsächlich kein Axiom, das sagt, wenn sich 2 Kreise schneiden oder so. Also das wird quasi einfach vorausgesetzt an der Stelle, dass das geht.
Ja, und sonst haben Sie vielleicht gesehen, ich habe Ihnen dann immer eingeblendet, was Sie als eine Definition sagen. Zum Beispiel, hier sehen Sie das auch noch mal ganz gut. Wenn das Schwarze dem Gelben gleich ist und das Schwarze ist dem Roten gleich, da gilt eben mit diesem Axiom 1, was einem Dritten gleich ist, ist einander gleich. Ne, dann muss auch das Gelbe dasselbe sein wie das Rote. So, das sind die Axiome, die da drin stehen, sind quasi nicht mathematische, sondern sind alles so Sätze, die etwas zur Logik sagen. Die habe ich jetzt leider nicht nochmal auf Folie mitgebracht gehabt. Gut, jetzt gehen wir mal zurück in die ionische Periode im engeren Sinne. Insbesondere habe ich was rausgesucht zu Thales, zu den Pythagoreern und zu Hippokrates. Demokrit kommt nur ganz kurz an und Theodoros habe ich gar nichts mit. So, hier vielleicht mal als Übersicht, müssen wir uns jetzt nicht alles durchgucken, kommt sowieso vor den Einzelnen dann nochmal genauer, aber man sieht da schon mal sowas, Thales, Basiswinkelsatz, Kongruenzsatz, Winkelseite, Winkel, Halbierung der Diagonalen im Rechteck, dann bei Demokrit schon viel über Kreis und Kugel, da wurde der Gewölbebau erfunden, da fängt das so an mit dem perspektivischen Zeichnen und es gibt schon Berechnungen von Volumina, von Pyramide und Kegel ohne Beweise, aber dafür mit 2H. Okay, das sollte ich vielleicht noch korrigieren. Und dann, wo wir einsteigen, wieder ist Hippokrates, der hat schon so eine Vorversion der Elemente gehabt, von dem stand auch die Bezeichnung der Eckpunkte durch Buchstaben und dann eben die Pythagoreer, denen insbesondere auch die Anfänge der Zahlentheorie zu verdanken sind, die Harmonielehre und natürlich der sogenannte Satz von Pythagoras, wo wir natürlich dann auch nachgucken müssen. So, jetzt geht es dann weiter. Thales von Milet, da steht das quasi alles nur noch mal hochkant sortiert. Basiswinkelsatz meint, dass die Basiswinkel in einem gleichschenkligen Dreieck gleich groß sind. Scheitelwinkel ist dieses, wenn man so eine geraden Kreuzung hat, dass da gegenüberliegende Winkel gleich sind. Es war ihm klar, dass die Kreisfläche durch den Durchmesser halbiert wird. Er kannte wohl schon den Kongruenzsatz Winkelseite Winkel. Er wusste, dass sich die Diagonalen im Rechteck gegenseitig halbieren. Und ihm wird auch die Erkenntnis zugeschrieben, dass die Peripheriewinkel im Halbkreis rechte Winkel sind. Das nennt man auch den Satz von Thales. Und da wird vielleicht auch ausgegangen, dass er da wahrscheinlich schon irgendeine Art von Begründung für kannte. Wir können uns nachher dann die Begründung angucken, wie sie im Euklid steht, wobei da wieder nicht klar ist, von wann die ist. Aber jetzt wird es erstmal insbesondere um den Kongruenzsatz Winkelseite-Winkel gehen. Herr Scheiber kennt das schon, er darf die Übungen austeilen. Diesmal ist es wieder so, dass Sie bitte erstmal nur die Übungsbeispiele auf der Vorderseite sich ansehen und die Übungsbeispiele auf der Rückseite kommen dann später. Fangen wir mal links an. So, das war so, S war das Schiff, A war ein Punkt, wo man irgendwie steht. Jetzt hat man da im rechten Winkel ist man runtergegangen bis zu einem anderen Punkt C, der sinnvollerweise auch an Land sein sollte. Sonst kann man ja die Entfernung nicht bestimmen. Und genauso mit dem Punkt E. Also man geht da runter bis zu irgendeinem Punkt C. Und dann geht man rüber bis zu einem Punkt E, von dem man aus das S in gerader Linie sieht. Und jetzt soll man zeigen, dass, geben Sie mir mal eine Übung, wahrscheinlich A, B, S dasselbe ist wie E, B, C oder so. Ne? Zeigen Sie, dass E, B, C kongruent zu S, B, A ist. Ja, okay, die Reihenfolge der Benennung war etwas anders. Ja, wie haben Sie es gemacht? Vielleicht einigen wir uns schon mal auf die rechten Winkel. Da gibt es, glaube ich, wenig Vertun. Ne? Das steht ja explizit in der Konstruktion drin. Wählen Sie einen weiteren Punkt C, sodass AC senkrecht auf AS steht. Oh, das sehen Sie, da habe ich nicht normal geschrieben. Aber ich glaube, Sie haben auch gewusst, was gemeint wird. Bestimmen Sie den Mittelpunkt B, konstruieren Sie die Strecke CE. Da habe ich normal geschrieben zu AC, wobei E auf der geraden BS liegen soll.
Gut, also diese beiden sind normal. Das haben wir. Was haben wir denn noch? Ja, weil das sollte da die Hälfte sein. Ne? Ja. Und jetzt fehlt uns noch was. Genau, der Scheitelwinkel. Das hatten wir ja gesagt, das kennt er. Ne? Das war klar, dass das gilt. Alpha, Alpha nenne ich die mal. So etwas winzig, aber egal, wir wissen schon, was Sache ist. Und jetzt sieht es gut aus. Ne? Winkel, Seite, Winkel. So, und jetzt sind alle anderen kongruent. Also ist das, was wir eigentlich natürlich haben wollen, ist, dass das genauso lang ist wie das. Weil jetzt können wir danach messen, wie das hier ist. So, bei dem anderen rechts, vielleicht falte ich das einfach. Da geht's auch nicht so schwierig. Und vielleicht für die, die dann nachher das Video sehen und den Aufgabenzettel nicht haben. Also da steht der Thales auf so einem Turm drauf. Und hier hat er so ein Ding, was er so einknicken kann. Also hier kann man den Winkel variieren. Das könnte erst mal so gepeilt haben, dann so. Und dann peilt man damit das Schiff an, fixiert das irgendwie mit so einer Schraube. Und jetzt dreht man sich irgendwie in Richtung Land und peilt da einen Punkt an T, wo jetzt meinetwegen irgendwie was Markantes auch ist. Und jetzt nimmt man wieder die Entfernung und will dann natürlich wieder sagen, dass TE genauso lang ist wie das ES. So, und auch da würde ich sagen, okay, nehmen wir mal an, der hat nicht gefuscht, dann hat man hier wahrscheinlich wieder rechte Winkel. Ne? So, wenn es nicht gerade in Pisa war, ne? Genau. So, da wär's dann schwieriger. So, und das hier war fixiert, also haben wir da auch wieder, dass die Winkel gleich sind. Und wir nehmen auch mal an, dass der Turm, während der das umdreht, jetzt nicht kleiner wird. Also ist auch hier die Länge AE natürlich konstant. Und dann haben wir auch wieder Winkel, Seite, Winkel. Das war nicht so schwierig. So, dann lese ich mal die dritte Aufgabe noch vor. Angenommen, Thales fand heraus, dass zu einer bestimmten Uhrzeit ein Stock von 6 Fuß Länge einen Schatten von 9 Fuß Länge warf. So, also hier ist meinetwegen der Stock 6 und der wirft einen Schatten, der ist ungefähr 9. Zur selben Uhrzeit war die Spitze des Schattens einer Pyramide von ihrem Rand aus gemessen 342 Fuß entfernt, wobei die Seitenlänge der Pyramide 756 Fuß betrug. Wie hoch ist die Pyramide? So, da müssen wir uns jetzt erstmal, also da soll ja natürlich so ein ähnliches Bild wie hier entstehen. Das ist schon mal klar. Also sagen wir, hier ist die Spitze der Pyramide und hier unten ist irgendwie so eine Länge. So, jetzt müssen wir da nur gucken, wie bringen wir da die 342 und wie bringen wir die 756 unter. Genau, weil die Pyramide hat man hier und hier. Ne? Also da hat man auf beiden Seiten von der Spitze normalerweise Pyramide. Man geht auch mal davon aus, die ist symmetrisch und alles. Ne? Das ist irgendwie klar. Also hier hätten wir die Wasser 756 halbe. So, und jetzt. Genau, also das ist jetzt natürlich nicht maßstabsgerecht, was ich da zeichne. Ne? Bei mir ist ja die 342 mehr als doppelt so lang wie 756 halbe. Das ist natürlich Quatsch. Das müsste ungefähr gleich lang sein. Aber man soll ja, also Herr Cardon sagt immer, man soll sogar so falsch zeichnen, damit man weiß, dass das nur eine Skizze ist und keine Konstruktion. Also man, ne, das, ne, damit man sich da nicht vertun lässt. So, und jetzt müssen wir sagen, aha, wie geht es jetzt weiter? Das müssen wir vielleicht mal ausrechnen. 756, 178, ach so. 378 plus 342, jetzt ist mein Abakus schon weg. 5, 3, 2, 1, 4, 7, 720? Genau, 720, jetzt 6 zu 9 verhält sich wie zu 720, ne? Wie x zu 720. So, höher schieben muss ich das noch wieder. Ja, das ist korrekt. Hier ist nicht genug Platz. Also so sieht das dann aus.
Okay, jetzt müssen wir also 720 geteilt durch, also so x ist gleich 720 mal 6 Neuntel. 6 Neuntel ist dasselbe wie 2 Drittel. Also 1440 geteilt durch 3 ist gleich 4 mal 3 ist 12 und 24 geteilt durch 3 ist 8. Okay, das geht sich glatt aus, wunderbar, 0. So, damit Sie auch noch sehen, dass ich noch, habe ich mich verrechnet, fehlt noch eine 0, ne? So, 480, okay, passt. Alles keine Hexerei, so hätte das auch gehen können. Da wäre ja im Grunde genommen dann schon ja, sowas mit ähnlichen Dreiecken oder so benutzt worden, ne? Oder wie Strahlensätze in dieser Argumentation. Was natürlich hilfreich ist, ne? Weil die anderen beiden Verfahren, die setzen ja quasi voraus, wenn das Schiff hier 1 Kilometer entfernt ist, müsste ich ja hier auch 1 Kilometer weit weggehen. Und das ist als Messverfahren eigentlich gar nicht so praktisch. Dieses Messverfahren, was hier unten ist, macht das ja so, dass ich sage, ah, ich bestimme das Verhältnis an was Kleinem, wo ich das gut abmessen kann und dann die Pyramide kann ich nicht raufgehen, aber ich kann gucken, wo der Schatten endet, das kann ich abmessen und jetzt kann ich damit dann das hochrechnen. Das ist schon ein bisschen cleverer als Verfahren. Gut. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich soll doch nicht immer gut sagen. Wenn man diese Sachen auf Video aufnimmt, dann merkt man so seine ganzen Splähens. So. Also der Peripheriewinkel im Halbkreis ist ein rechter Winkel, wollten wir uns noch anschauen. Jetzt sage ich schon wieder, wollten wir uns anschauen. Habe ich mir ausgesucht, dass wir uns anschauen werden. Und natürlich auch wieder in der Original-Euklid-Darstellung, jetzt aber nicht mit Phoenix Wright Video, weil das wäre ein bisschen aufwendig, das für jeden Satz aus dem Buch zu machen. Und jetzt ist das auch noch Englisch, da sollten wir vielleicht mal auf dem Spickzettel nachgucken, was das auf Deutsch heißt. Das kriegen wir auch noch gerade so hin. In einem Kreis ist der Winkel in einem Halbkreis ein rechter Winkel, der Winkel in einem Segment, das größer ist als ein Halbkreis, ist acute, wäre spitz. Und der Winkel in einem Segment, das kleiner ist als ein Halbkreis, obtuse, das müsste stumpf sein. Und hier ist jetzt aber nur der erste Teil. Also der Beweis geht über 2 Seiten. Auf der zweiten Seite geht es dann weiter mit Figur 2, wo das für, wenn das mehr als ein Halbkreis ist, und dann Winkel 3, wo das für weniger als ein Halbkreis ist, gezeigt ist. Hier ist es jetzt nur für den Halbkreis gezeigt, wieder in dieser Farbdarstellung. Und das ist der ganz, ganz klassische Beweis, wie Sie den, wenn Sie mal einen gesehen haben, vermutlich auch gesehen haben. Man muss die geniale Idee, wo hier wieder nicht steht, wie man drauf gekommen ist, weil das steht halt in dem Buch nicht, ist, dass man da den Radius einzeichnet, diese rote Linie, und dann sieht, aha, da habe ich 2 gleichschenklige Dreiecke da drin. 2-mal Dreiecke, wo 2 Seiten jeweils der Radius sind, natürlich mit unterschiedlichen Winkeln, aber wo ich jetzt wieder sagen kann, mit Buch 1, Proposition 5, das müsste der Basiswinkelsatz sein, genau, wo wir auch schon gesagt haben, ah, den hatte der Thales schon, der Basiswinkelsatz, der sagt, dass diese beiden, also der gelbe und der rote, beziehungsweise der blaue und der schwarze Winkel sind einander gleich. Und jetzt kommt noch hinzu, wenn ich mir das jetzt mal angucke, der blaue, der rote und dieser Winkel, der kombiniert ist aus dem gelben und dem schwarzen, die sind alle 3 in ein Dreieck eingezeichnet. Die sind also zusammen so groß wie 2 rechte Winkel. Also in den ganzen Euklid steht nie 180 Grad oder 90 Grad oder sowas. Da steht immer, etwas ist so groß wie ein rechter Winkel, so groß wie 2 rechte Winkel, so groß wie 4 rechte Winkel, so groß wie ein halber rechter Winkel. Der rechte Winkel ist da quasi das Maß aller Dinge. So, also die sind zusammen so groß wie 2 rechte Winkel. Und jetzt weiß man aber andererseits auch wieder, dass Blau und Rot zusammen genauso viel sein muss wie Gelb und Schwarz zusammen, weil ja Rot und Gelb gleich sind und weil Schwarz und Blau gleich sind. Also muss das auch jeweils genau so sein, dass Gelb und Schwarz sind 90 Grad oder ein rechter Winkel und Blau und Rot sind zusammen 90 Grad, also ein rechter Winkel. So, und die 2 Propositionen, die da drin stehen, das sind eben genau die, die habe ich auch noch als Bild mitgebracht, aber da gehen wir jetzt den Beweis nicht nochmal komplett durch.
Nur mal, dass man das auch mal gesehen hat. In dem links ist dieses, dass die Basiswinkel gleich sind, wobei in dem Beweis direkt auch noch dabei ist, dass quasi die Außenwinkel da auch noch gleich sind. Also hier sehen Sie das. Da haben Sie einmal, wo ist jetzt der Mauszeiger, ist so winzig. So hier, da haben Sie die Basiswinkel. Aber es sind diese Außenwinkel, die zwei. Und die zwei, die sind sogar auch noch gleich groß. Und hier ist das ist auch wieder ähnlich. Da gibt es ja auch den Satz, dass halt dieser Außenwinkel, der hier liegt, so groß ist wie die beiden zusammen. Und dass die alle drei zusammen 180 Grad sind. Und da sieht man auch schon, hier ist diese Linie, die parallel zu der unten ist. Das wird also tatsächlich über diese Parallelen gemacht, da geht das Parallelenpostulat dann auch ein in den Beweis, dass die Winkelsumme 180 Grad ist. So, das wollte ich noch mal dazugegeben haben. Jetzt sind wir meiner Meinung nach mit dem Thales durch, aber jetzt blätter ich mal so ein bisschen in meinen Notizen, weil ich meine, jetzt kommt schon der Hippokrates. Ja, kommt. Also der Hippokrates. Da hatte ich schon auf der anderen Folie oben stehen, dass der eine der frühen Versionen der Elemente vermutlich geschrieben hat. Oder es gibt eben antike Quellen aus der alexandrinischen Zeit, die schon sagen, es gab eine Vorversion von den Elementen schon von dem Hippokrates. Dem wird zugeschrieben, dass er als erster die Eckpunkte von Figuren durch Buchstaben bezeichnet hat. Also das, was gerade der Byrne da in seiner Euklid-Ausgabe konsequent vermeidet und alles nur so bunt anmalt, aber was ja doch sonst ganz praktisch ist, nämlich die Eckpunkte von Figuren mit Buchstaben zu benennen, geht auf diesen Hippokrates auch zurück. Wichtig ist Hippokrates von Chios. Das ist eine Insel, es gibt auch noch eine Insel Kos. Da kommt ein anderer Hippokrates her. Das ist der Hippokrates mit dem hippokratischen Eid. Das sind also zwei verschiedene Leute, das ist nicht derselbe Hippokrates. So, außer dass der Hippokrates von der Insel Chios kommt, weiß man eigentlich nichts über den. Also jetzt so zu seinem Leben und so weiter, da kann man gar nichts zu sagen. Es sind auch keine Originalversionen seiner Elemente oder sowas enthalten. Es gibt ein paar Dinge, der hatte auch Schüler natürlich, bis einige Perioden später. Und über den sind dann die Sachen überliefert. Interessant sind beim Hippokrates vor allem, oder das ist auch nach ihm benannt, die Quadraturen, insbesondere die Quadratur der sogenannten Mönchen. Ihnen sagt vor allem die Quadratur des Kreises etwas, nehme ich mal an. Sie wissen auch, dass die nicht möglich ist, aber natürlich wussten, oder was heißt natürlich, zur Zeit von Hippokrates war das eben noch nicht klar. Dass das nicht möglich ist, ist auch sehr spät erst bewiesen worden. Da brauchten sie nämlich ordentlich was Analysis für, um zu zeigen, dass der Kreis nicht quadrierbar ist. Das ist also ganz, ganz spät erst bewiesen worden. Und es gibt jetzt immer noch Spinner, die mathematische Fachbereiche mit Beweisen zur Kreisquadratur nerven. Obwohl ganz klar ist, dass das nicht funktioniert. Aber weil das halt so ein klassisches Problem ist, gibt ja andere klassische Probleme, zum Beispiel die Verdopplung des Würfels, auch nicht möglich. So, jetzt sagen Sie sofort, ja, wie ist doch möglich? Ich weiß doch, Pi r Quadrat ist die Fläche vom Kreis. Ja, oder Sie sagen, das Doppelte vom Würfel, da muss ich halt einnehmen, wo dritte Wurzel aus 2 in der Seitenlänge drin steckt. Ja, stimmt, aber Quadratur oder die Möglichkeit, das zu machen, heißt immer, in endlich vielen Konstruktionsschritten nur mit Zirkel und Lineal eine Figur konstruieren, wo ich weiß, zu einem vorgegebenen Kreis hat die dieselbe Fläche und diese Figur ist ein Quadrat. Also in endlich vielen Konstruktionsschritten muss ich es schaffen, etwas zu konstruieren, wo ich weiß, für einen Kreis über einem vorgegebenen Radius habe ich dann nachher ein Quadrat, das genau dieselbe Fläche hat. Und das können wir nicht zeigen, sondern könnte Ihnen Herr Pötsche in Analysis 2 zeigen, dass das gar nicht möglich ist. Wir sehen nachher auch noch, warum, also ich kann nachher noch kurz erklären, warum man da tatsächlich Analysis braucht und irgendwie nicht mit dem zurande kommt, was man da geometrisch hat. Aber interessanterweise gibt es Figuren, die nicht durch gerade Strecken begrenzt sind und von denen man tatsächlich in endlich vielen Schritten konstruieren kann, ein flächengleiches Quadrat. Und das sind diese sogenannten Mönchen. Aber jetzt gucken wir mal uns insgesamt das mit den Quadraturen an. Also der erste Schritt ist, man zeigt, jedes Rechteck ist quadrierbar.
Das heißt, es gibt endlich viele Konstruktionsschritte, in denen ich aus einem Rechteck ein Quadrat herstelle, was genau denselben Flächeninhalt hat. So, das ist relativ leicht. Jetzt ist hier schon die fertige Figur. Ich war jetzt zu faul, jedes der Bilder nochmal komplett mit GeoGebra nachzubauen. Man fängt da an mit dem Rechteck. Was macht man jetzt? Man nimmt diese Länge ED in den Zirkel und trägt die entlang der Geraden EB nochmal ab, sodass dieser Punkt EF entsteht. Also EF ist laut Konstruktion genauso lang wie ED. Dann bestimmt man den Mittelpunkt G von dieser Strecke BF. Und dann zeichnet man diesen Thaleskreis darüber, den Halbkreis. So, und jetzt gehe ich dann, verlängere ich ED nach oben bis H und zeichne da das Quadrat. So, und das sind alles Sachen, die kann ich mit Zirkel und Lineal machen. Und da war jetzt nur rechte Winkel zeichnen, Geraden verlängern, Kreise zeichnen, nichts Besonderes. Und jetzt kennen Sie aber vielleicht den Höhensatz. Wenn Sie da mal scharf hingucken, sehen Sie da vielleicht, ja, jetzt muss ich mal sehen, habe ich das mitgenommen? Ja, erfreulicherweise habe ich das mitgenommen. Das heißt, wir können da noch ein bisschen dran rumschmieren. So, jetzt sieht man doch wohl hier ein rechtwinkliges Dreieck herinnen liegen. Da kann ich schlecht malen, ich muss das mal hier ein bisschen zur Seite nehmen. So. Ja, schön ist woanders. So, okay. So, hier haben wir also ein rechtwinkliges Dreieck drin. Ja. Und hier haben Sie ja genau diese zwei Kathetenabschnitte, P und Q. So, und jetzt ist ja H Quadrat gleich P mal Q. Eieiei, was ein Gesaue heute. So, also H, können wir vielleicht auch mal Autofokus machen. So, okay. H Quadrat ist gleich P mal Q. So, und jetzt war aber das ja die eine, das P ist ja die eine Seite von dem Rechteck und das Q ist die andere Seite von dem Rechteck. P mal Q ist also die Fläche von dem Rechteck und H Quadrat ist offensichtlich die Fläche von einem Quadrat. Also kann jetzt jedes Rechteck kann quadriert werden, ist jetzt gezeigt. So, was ist der zweite Schritt? Quadratur des Dreiecks. Wie macht man das? Den Trick haben wir letzte Woche, glaube ich, schon gehört bei den Ägyptern. Grundseite beibehalten, Höhe halbieren und dann Rechteck drüber zeichnen. Das hat jetzt dieselbe Fläche wie das Dreieck. Weil man, könnte man jetzt, also das habe ich, glaube ich, nicht als Bild mit. Aber könnte man schön malen, dass da eben die Stücke, die man da oben abschneidet, unten genau wieder reinpassen. Also das ist möglich. Und die Höhe halbieren, also den Mittelpunkt einer Strecke bestimmen, das ist mit Zirkel und Lineal natürlich auch möglich. Also das ist wirklich schön konstruierbar. Und jetzt mit dem Rechteck, da mache ich wieder den Spaß mit dem Höhensatz. Fertig. So, nächster Schritt. Quadratur der Polygone. Da gibt es zwei verschiedene Verfahren, wie man das machen kann. Also Polygon ist beliebiges N-Eck. Erste Möglichkeit, ich zerteile das in Dreiecke. Jetzt mache ich aus jedem Dreieck ein Rechteck und aus jedem Rechteck ein Quadrat. Dann ist das aber noch nicht quadriert, ne? Weil jetzt habe ich ja drei Quadrate. Aber jetzt könnte ich ja wieder hingehen und mache ein rechtwinkliges Dreieck, wo eine Seite B ist, die andere Seite C ist. Und dann ist die dritte ja genau B Quadrat plus C Quadrat. Das Quadrat darüber, sagt ja der Satz von Pythagoras. Also ich lege das C-Quadrat, die C-Seite lege ich im rechten Winkel an die B-Seite wieder an. So, jetzt könnte ich ja sagen, hier A, das C, das male ich zum Beispiel hier im rechten Winkel nochmal dran. Nimm das hier in den Zirkel, trage das hier brav hin. Und jetzt gucke ich mir wieder dieses Dreieck an. Und da, wo dann hier die Hypotenuse ist, das hat dann ja laut Satz des Pythagoras ist ja das hier genauso groß wie die beiden zusammen. So, jetzt habe ich also die zwei Quadrate zu einem neuen Quadrat zusammen quadriert. Und denselben Spaß, jetzt nehme ich die Länge hier und trage die hier wieder an und mach da das rechtwinklige Dreieck und mal das dann hier unten dran. Und jetzt weiß ich, aha, das was ist, ist die drei zusammen. So geht, das ist eine Möglichkeit. Im Übrigen kann man so natürlich, jetzt habe ich im Prinzip auch gezeigt, wenn zwei
Figuren quadrierbar ist, dann ist immer auch ihre Summe quadrierbar. Das ist jetzt auch gezeigt und man kann auch zeigen, das geht für die Differenz genauso. Da zieht man das dann halt ab. So, das wären so zwei Sätze, die man hatte. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, wenn ich jetzt sage, ah, das ist mir zu blöd, ich will lieber das Fünfeck, was ich da oben habe, direkt in ein Dreieck überführen. Dann gibt es noch die schöne Möglichkeit des Eckenradierens. Das habe ich dann tatsächlich auch mal wieder mit GeoGebra für Sie vorbereitet. Wie funktioniert das Eckenradieren? Wir gehen mal hier oben an die Ecke. Man verbindet je zwei Ecken, guckt sich die dritte Ecke an. Jetzt zeichnet man durch die dritte Ecke eine Parallele zu dieser Verbindung der zwei anderen Ecken. Und jetzt ist das ja so, dass hier der Abstand zwischen den Parallelen ist überall gleich. Das heißt, alle Dreiecke, die hier über dieser Grundseite liegen und wo der Eckpunkt hier oben ist, die haben dieselbe Fläche, weil gleiche Grundseite und gleiche Höhe. So, jetzt schiebe ich also einfach hier so die Ecke immer weiter raus, immer weiter raus, immer weiter raus, bis die genau auf der Seite zu liegen kommt. Und jetzt habe ich auf einmal schon ein Viereck, eine Ecke wegradiert. Fläche ist gleich geblieben, weil dieses kleine Dreieck, wo ich da was verändert habe, die haben alle dieselbe Fläche. Also all diese Dreiecke hier haben dieselbe Fläche, die da über dem Dings liegen. Das Dreieck ist da von hier ab der gestrichelten Linie. So, das hat dieselbe Fläche immer noch. So, schiebe ich das hier hin, bis das genau auf der Gerade zu liegen kommt, suche ich mir noch eine Ecke aus, da mache ich genau denselben Spaß. Jetzt kann ich das zum Beispiel nach hier unten schieben, da habe ich es aber nicht eingezeichnet, also schiebe ich es nach hier oben. So, und jetzt habe ich ein Dreieck daraus gemacht, das ist flächengleich. Weil die Teildreiecke hatten jeweils dieselbe Fläche und dieses innere Gerät hier ist gar nicht, also dieses Dreieck hier, so da, das hat genau dieselbe Fläche wie vorher das Dreieck. Und dieses Dreieck hier oben hat genau dieselbe Fläche wie vorher das Dreieck. Und jetzt hat insgesamt das Dreieck dieselbe Fläche wie das Fünfeck. Und selbst wenn das ein 37-Eck wäre, das wird immer gehen. Immer eins weiter, nächste Ecke radiert, komme ich auf ein Dreieck, Dreieck halbe Höhe, Rechteck, Rechteck, Quadrat. So, also das wäre das andere wichtige Verfahren. Das Verfahren habe ich vor allem gezeigt, weil dieses Verfahren brauchen wir nachher noch für den Beweis vom Satz von Pythagoras. Da habe ich gedacht, ah, das ist gut, wenn man das vorher schon mal gesehen hat. Großes Theorem, die Quadratur der Möndchen. Was braucht man dafür? Drei Voraussetzungen, den pythagoreischen Lehrsatz, der muss schon da gewesen sein, der Satz von Thales und eine etwas merkwürdige Aussage. Die Fläche von zwei Halbkreisen verhält sich zueinander so wie das Quadrat ihres Durchmessers. Also, das ist, jetzt werden Sie sagen, ah, das ist ja witzig, ne? Sie wissen das natürlich, weil Sie wissen, dass Pi r Quadrat die Kreisfläche ist. Also Pi halbe d Quadrat könnte man auch sagen. Und da sehen Sie ja, ah, das ist parallel, die Fläche ist parallel zum Durchmesser zum Quadrat oder zum Radius zum Quadrat. Das steht hier auch, aber man wusste den Proportionalitätsfaktor nicht. Also das ist sozusagen eine schwächere Aussage als die Kreisfläche. Da steht nur, ich weiß, dass die Fläche proportional zum Durchmesserquadrat ist, aber ich kenne den Proportionalitätsfaktor nicht. Es ist sehr zweifelhaft, dass Hippokrates Beweis davon kannte. Also der wusste, dass das so ist, aber der konnte das vermutlich nicht beweisen. Es wäre ein Beweis drin in diesem Buch 12, Proposition 21, aber 12er Bücher, das ist schon, wo die Lehre von den irrationalen Zahlen schon da ist und so. Also das kann eigentlich nicht zur Zeit Hippokrates gewesen sein. Aber die Aussage brauchen wir, sonst klappt das mit dem Möndchen auch nicht. Wenn wir die glauben, dann können wir jetzt zeigen, dass es möglich ist, eine nicht geradlinig begrenzte Figur umzuwandeln in ein flächengleiches Quadrat in endlich vielen Schritten. Aber weil das etwas aufwendig ist, muss ich hier erstmal ein bisschen blatteln und schauen, dass ich meinen Beweis wiederfinde. So, auswendig lerne ich die Dinger noch nicht. So, großes Theorem, Quadratur der Möndchen. Möndchen ist das, was da so ein bisschen aussieht wie so ein aufgeblasenes Tuch auf der Seite, sieht ja fast aus wie ein Segel.
Also diese Fläche, die da von A, F, C und E begrenzt ist, das nennt man das Möhnchen. Und das soll jetzt quadrierbar sein. So, jetzt schauen wir uns den Beweis an. Also erstmal stellen wir fest, dass die Flächen, die Dreiecksflächen A, C, O ist kongruent zum Dreieck B, C, O. Oh, hier so, so, so. Und hier haben wir ja genau die Hälfte. Ne? Das ist schon mal ganz gut. Also ist insbesondere AC auch so lang wie BC. So, jetzt eigentlich hier noch Beträge drum, wenn wir das brav schreiben. Ja, dann ACB, dieses Dreieck hier, das ist wohl rechtwinklig, ne, weil das ist in einem Halbkreis einbeschrieben. Also A, B, C ist recht. So. Also gilt offensichtlich, dass AB-Betrag Quadrat ist die Hypotenuse, ist gleich AC-Betrag Quadrat plus BC-Betrag Quadrat. Satz von Pythagoras und jetzt mit dem, was hier oben steht, eingesetzt, steht da also AB Betrag Quadrat ist dasselbe wie 2 mal AC Betrag Quadrat. So, andererseits, wenn ich jetzt mal etwas verschärft hinsehe, ist natürlich AB der Durchmesser dieses großen Halbkreises. Und AC ist der Durchmesser dieses kleinen Halbkreises hier oben. Ne? Da ist ein Halbkreis, der hat AC als Durchmesser. Und hier ist ein Halbkreis, der hat AB als Durchmesser. So, aber ich habe hier ja, wenn ich das mal etwas anders hinschreibe, steht da doch wohl, dass AB Quadrat geteilt durch AC Quadrat ist gleich 2, oder wenn ich es noch anders hinschreibe, AC Quadrat durch AB Quadrat ist gleich 1/2. Alles noch keine Hexerei. Jetzt verwende ich diesen Satz 3, den ich vorhin hatte. Wenn die Durchmesser sich verhalten, wie die Durchmesser sich verhalten, also das Verhältnis von AC Quadrat zu AB Quadrat, das, was ich hier stehen habe, so verhalten sich auch die Flächen, war die Aussage 3. Vielleicht nochmal rübergezoomt, damit Sie es mir glauben. Die Flächen von zwei Halbkreisen verhalten sich zueinander so wie das Quadrat ihrer Durchmesser. Also kann ich hier vorne hinschreiben, dass die Fläche des Halbkreises, nennen wir den mal ACE, verhält sich zu die Fläche des Halbkreises ABC, genauso wie die jeweiligen Durchmesser. Andererseits schaue ich mir jetzt mal den Viertelkreis hier an. Diesen Viertelkreis. Also Viertelkreis, Viertelkreis, ja, wie nennen wir den? AFCO vielleicht. Ne? Also das ist dieser AFCO, der Viertelkreis. Und jetzt fragen wir uns mal, was hat der eigentlich für eine Fläche? Mal halb so groß wie der Halbkreis, würde ich vermuten. Ne? Viertelkreis, halb so groß wie der Halbkreis. Also ist, das ist also 1/2 mal die Fläche von A, B, C, Halbkreis. Ja, das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Es ist also, dieser Viertelkreis hier ist genauso groß wie hiervon die Halbkreisfläche. Also dieses hier, wenn ich das hier alles nehme, also diese weiße, die weiße plus die schwarze, vielleicht male ich das auch mal so, weiß plus
schwarz, ist genauso groß wie weiß, ich mache das hier so richtig, plus grau. Das hier ist der Halbkreis. Und das hier ist der Viertelkreis. So, ich schreibe noch dazu runter groß. Und bei dem anderen klein, und dann schiebe ich es auch gleich ein Stück hoch. So. Jetzt bin ich fertig, behaupte ich. Fast. Ich mache jetzt hier auf beiden Seiten minus weiß. Das ist wohl in Ordnung. Also ich mache auf beiden Seiten minus weiß. Dann bleibt also über. Schwarz ist gleich grau. Das Möhnchen ist genauso groß wie die Dreiecksfläche. Ja. Und da sei aber hier fettes QED, ne? Weil das Dreieck können wir jetzt natürlich quadrieren. Ja, und damit ist das Möhnchen quadrierbar. Das Möhnchen, was da oben sitzt, hat genau dieselbe Fläche wie das Dreieck, und die Dreiecksfläche kann man bestimmen. Das mit dem Dreieck wissen wir ja schon. Ne? Also das habe ich ja, ja genau, das kommt dazu, ne? Diese Quadrierbarkeitsgeschichten, die kommen dazu, die ich quasi gezeigt habe, diese Kette. Das andere sind zusätzliche Voraussetzungen, die in dem Quadrierbar noch gar nicht drin waren. Aber da haben Sie recht, ne? Es ist Voraussetzung für diesen Quadrierbarkeitsbeweis, diese drei Schritte der Quadrierbarkeit: das Rechteck ist quadrierbar, das Dreieck ist quadrierbar, jede aus Dreiecken oder Rechtecken oder sonst was zusammengesetzte Figur ist quadrierbar. Das benutzt man quasi auch mit. Wobei Sie recht haben, ich brauche hier eigentlich nur die Dreiecksquadrierbarkeit. Es sei denn, ich wollte jetzt zeigen, ich kann auch beide Möhnchen quadrieren, dann hätte ich noch wieder, dass ich die quadrierbaren Flächen auch addieren darf und so. Und zusätzlich eben Satz vom Pythagoras, Satz von Thales und so weiter. Aber indirekt sogar noch mehr, ne? Basiswinkelsatz kam auch noch vor. Aber das sind so die Hauptvoraussetzungen. Aber den Basiswinkelsatz braucht man schon wieder, um den Satz von Thales zu beweisen. Das heißt, wenn Sie sagen Satz von Thales, haben Sie implizit schon vorausgesetzt, dass man den Basiswinkelsatz auch kennt, weil man kann den Satz von Thales gar nicht beweisen, ohne den Basiswinkelsatz zu kennen. Ne, irgendwann wird das dann gar nicht mehr möglich, sämtliche Voraussetzungen aufzuschreiben. Weil wenn Sie so dann irgendwie weiter hinten in das Buch 1 gehen, dann haben Sie irgendwie schon so ziemlich alles benutzt, was vorher mal vorgekommen ist. Und da wird das dann etwas schwierig, das alles so genau aufzuschreiben. So, der große Haken bei der Sache ist hier diese Voraussetzung 3. Das ist doch sehr tiefliegend, also dass man da sagt, man weiß, dass sich die Flächen verhalten wie die Quadrate der Durchmesser. Das ist auch relativ schwierig. Den Beweis zeige ich auch nicht. Das ist da der Haken, das nimmt man rein, aber damit hat man es dann. Und jetzt war da eben die Vermutung, dass man dann vielleicht auch die Kreisfläche quadrieren könnte. Weil wenn man sich mal dieses Bild hier ansieht, dann habe ich da einerseits links einen Kreis, geteilt in zwei Halbkreise, und rechts habe ich wieder einen Kreis, und außenrum sind jetzt sechs so Möhnchen. Die Halbkreise, die da außen liegen, sind auch immer genauso groß wie links der Kreis. Und jetzt könnte ich die Fläche auch wieder zusammensetzen, rechts einmal, indem ich sage, das ist das Sechseck innen plus außen sechs Halbkreise. Oder ich könnte sagen, das sind der große Kreis innen drin plus sechs von diesen Möhnchen. Und außerdem habe ich da außen sechs Halbkreise liegen, also komme ich auf drei ganze Kreise. Also wenn ich da diese Möhnchen quadrieren könnte, dann könnte ich den Kreis quadrieren. Hat aber einen gewaltigen Haken. Das mit dem Möhnchen quadrieren, das klappt leider nur für gleichschenklige, rechtwinklige Dreiecke.
Und wenn Sie da jetzt mal ganz scharf hinsehen, haben Sie ja hier pro Halbkreis drei Dreiecke drin liegen. Ja, die sind aber leider nicht mehr rechtwinklig und gleichschenklig. So, und und daran scheitert das dann. Also da funktioniert das dann nicht. Da kann ich mit demselben Argument nicht kommen. Aber das ist nicht der Grund, warum die Kreisfläche nicht quadrierbar ist. Also das ist dann noch mal viel komplizierter. Das ist nur der Grund, warum man über diese Möhnchen nicht an die Kreisfläche rankommt. Also das funktioniert nicht. Ja, und die Erklärung dafür, die kommt dann wirklich erst deutlich später. Im Grunde genommen, was man irgendwann gezeigt hat, das mache ich vielleicht noch und dann machen wir Pause, was man irgendwann zeigen konnte, war, quadrierbar sind, also konstruierbar mit Zirkel und Lineal, sind mal alle natürlichen Zahlen. Also wenn ich irgendwo sage, hier liegt so eine 1, dann kann ich die vervielfachen, das ist leicht. Ich schlage einfach mit dem Zirkel so oft ab und dann habe ich die 10 zum Beispiel. Also hier 2, 3 und so weiter. So, jetzt gucken wir mal 3 Viertel, das geht auch relativ leicht. Da trage ich hier die Länge 4 mal ab. 1, 2, 3, 4. Jetzt verbinde ich die Enden und jetzt zeichne ich hier parallel durch. Und wo das oben schneidet, hier die Enden, die 1 und die 4 sollte ich verbinden. So, und jetzt parallel hier durch, da habe ich dann 3 Viertel. Das müssen wir nochmal neu machen. So, also sagen wir mal, hier ist die Strecke 1 und ich will die Vierteln, dann trage ich hier einfach irgendwelche Strecken 4 mal ab, äquidistant, immer 1, 1, 1, 1. So, und jetzt verbinde ich die Enden und das hier verbinde ich parallel, dann ist wegen Strahlensatz das 1 Viertel. So, und jetzt kann ich das wieder verdreifachen, dann habe ich 3 Viertel. Also alle Brüche funktionieren auch. Wurzelziehen geht auch, wenn ich Wurzel 2 zeige ich Ihnen zumindest mal, wenn hier 1 ist und da 1, dann ist hier offensichtlich Wurzel 2 wegen Satz von Pythagoras. So, jetzt könnte ich aber hier wieder 1 draufsetzen, dann ist da Wurzel 3 wegen Satz des Pythagoras. So, das heißt also, damit kriege ich schon mal die Wurzeln von allen natürlichen Zahlen, aber ich kann auch allgemein Wurzel ziehen, indem ich das so mache, hier ist die Strecke, die hat irgendeine Länge, sagen wir mal 17. Jetzt male ich da noch 1 dran, gehe dann hier hoch im Thaleskreis. So, hier ist 1, da ist 17, hier ist irgendein Quadrat. Jetzt weiß ich wieder, 1 mal 17 ist gleich h Quadrat. Also ist h gleich Wurzel aus 17. So kann ich jede Wurzel ziehen. Hier könnte ich ja auch als Strecke 3 Viertel oder irgendwas dran tragen. Ich könnte sogar hier wieder irgendeine Wurzel dranlegen und dann nochmal die Wurzel ziehen. Also was darstellbar sind, sind alle rationalen Zahlen, alle Zahlen, die ich als irgendwelche Formen von Wurzeln schreiben kann. Zweite Wurzel, vierte Wurzel, sechste Wurzel, achte Wurzel. Also alle als Zweierwurzeln. Weil ich kann die Wurzel von der Wurzel wieder ziehen, da komme ich auf die vierte Wurzel, davon kann ich die Wurzel wieder ziehen, habe ich die sechste. Das nennt man die quadratischen Zahlkörpererweiterung. Aber was nicht geht, ist Wurzel, dritte Wurzel. Ne? Weil wenn ich eine Wurzel aus einer Wurzel ziehe, kommt ja nicht die dritte Wurzel, da kommt die vierte Wurzel. Für die dritte Wurzel gibt es keine Konstruktion. So. So. Und die Zahlen, die als solche Wurzeln darstellbar sind, die nennt man die konstruierbaren Zahlen. Und die konstruierbaren Zahlen, das sind eben genau Elemente von Q oder Dinge, die sich darstellen lassen als x hoch 1 durch 2 hoch n. Also Wurzel, Seite, oder auch Summen davon, ne? So plus x durch. Ne? Also sowas würde gehen, Wurzel 2 plus vierte Wurzel aus 2 und natürlich dafür auch noch ein 3. So, die alle zusammen nennt man die konstruierbaren Zahlen.
über den konstruierbaren Zahlen die nächste Menge, nennt man die algebraischen Zahlen. Algebraische Zahlen sind alle Zahlen, die als Lösung eines Polynoms darstellbar sind. Also da wäre zum Beispiel, algebraische Zahl ist die dritte Wurzel. Weil ich kann fragen, x hoch 3 ist gleich 2, ist so ein Polynom. Die nennt man die algebraischen Zahlen. Und dann stellt man fest, ups, es gibt Zahlen, die kann man nicht als Lösung von so einem Polynom darstellen. Und die liegen quasi nochmal außenrum, das sind die transzendenten Zahlen. Transzendente Zahlen. Und da liegen zum Beispiel drin ln von, also e liegt da drin, pi liegt da drin, die allermeisten Werte des Sinus, die allermeisten Werte des Cosinus und so, das sind transzendente Zahlen. Aber da braucht man eben Theorie von Polynomen, um das zu zeigen, da braucht man wirklich ganz viel Analysis. Das ist 18. 19. Jahrhundert erst. Da wird erst bewiesen, dass Pi eine transzendente Zahl ist. Und transzendente Zahlen kann man nicht konstruieren, weil konstruieren kann man eben nur diese Wurzelgeschichten. Aber man musste dafür erstmal zeigen, dass Pi eine transzendente Zahl ist. Es hätte gereicht, dass Pi eine algebraische Zahl ist. Aber dass man sagen könnte, Pi ist die Lösung von irgendwas x hoch 5. Dann wäre auch schon klar, das kann ich nicht konstruieren. Das ist es aber leider nicht. Leider ist das P hier außen drin. Das heißt, das ist noch nicht mal als Lösung von so einem Polynom darstellbar. So, da hatten natürlich überhaupt nicht die alten Griechen die Mittel, um irgendwie sowas zu zeigen. Das hat dann wirklich Jahrhunderte gedauert. Man hat immer wieder versucht, Quadraturen für den Kreis zu finden. Und erst seit man eben weiß, Pi hat diese Eigenschaft, transzendente Zahl zu sein, weiß man, dass auf keinen Fall die Quadratur möglich ist. Nur mit Zirkel und Lineal. Es gibt dann immer Sachen, wo man sagt, wenn man alternative Konstruktionsmöglichkeiten zulässt, sind gewisse Dinge möglich. Zum Beispiel das Dritteln des Winkels. Beliebige Winkel lassen sich nicht dritteln, nur mit Zirkel und Lineal. Spezielle schon, wenn Sie jetzt sagen 60 Grad, ja klar, das lässt sich dritteln. Aber wenn Sie nicht wissen, wie groß die Winkelgröße ist, dann können Sie das allgemein mit Zirkel und Lineal nicht in drei gleiche Teile zerteilen. Was verblüffend ist, weil 2 geht ganz einfach. Aber 3 und 4 geht dann natürlich auch einfach und 6 und 8, aber Drittel geht irgendwie nicht. Und da ist es aber so, dass man zeigen kann, wenn man als Konstruktionsmöglichkeit das Falten vom Papier zulässt, also so eine Origami-Geometrie macht, dann kann man Winkel dritteln, interessanterweise. Aber nur mit Zirkel und Lineal geht es nicht. Und die alten Griechen haben halt kein Origami gemacht. Die haben halt mit Zirkel und Lineal gearbeitet. So, gut, dann kommen wir zum Pythagoras bzw. zu den Pythagoreern. Ja, und man nimmt das auch da so zusammen. Die Pythagoreer gibt es natürlich deutlich länger als den Pythagoras. Das ist auch eine ganze Schule. Hier ist auf der Insel Samos steht so eine Statue von dem Pythagoras, der sich da so gegen den Himmel reckt. Der habe ich auch diese unglaublich präzisen Jahresangaben entnommen. Unten, wenn man da guckt, 580 bis 496, man liest manchmal auch 570 bis 500, das ist ja immer so, dass man das nicht so ganz genau dann sagen kann. Was hatten die alles schon? Anfänge der Zahlentheorie, also insbesondere, das kommt nachher auch noch, die Lehre von geraden und ungeraden Zahlen nimmt da eine ganz besondere Rolle ein. Und dazu gehört aber auch so eine gewisse Zahlenmystik. Ja, auch so eine Naturphilosophie steht dahinter, dass alles Zahl wäre. Was das heißt, kommt dann noch eng damit zusammen. Mit den Anfängen der Zahlentheorie gehören auch so einfache Reihen. Werden wir auch gleich noch sehen. Da gibt es die Harmonielehre und die Verhältnisse. Sie wissen vielleicht, dass wenn man eine Saite spannt,
also eine Seite mit AI, und nimmt dann genau die Hälfte. Da kommt man auf die Oktave. 2:1 ist also die Oktave. Und es gibt andere Verhältnisse, die ergeben dann die Quinte und die Quarte und so weiter. Das heißt, diese Brüche haben für die Musik eine große Bedeutung. Also das Wesentliche, wo die sich mit Brüchen beschäftigt haben, in unserem Sinne, also den Verhältnissen von ganzen Zahlen, ist Musiklehre. Und dafür spielt das eine besondere Rolle. Ich glaube, das harmonische Mittel von zwei Zahlen ergibt die Quarte und das arithmetische Mittel von zwei Zahlen, also von 1 und 2, ergibt dann die Quinte. Das ist ganz witzig. Konstruktion des regelmäßigen Fünfecks, das ist auch interessant für dieses Ordenssymbol der Pythagoreer, das Pentagramm, ja, das, die sich quasi teilen mit den ganzen Heavy-Metal-Bands später. Und dann, da sieht man jetzt, die Kommensurabilität meint, oder Inkommensurabilität ist dann das Gegenteil davon. Kommensurabel meint, zwei Strecken haben ein gemeinsames Maß. Also es gibt eine kleine Strecke, die man nehmen kann, mit der man ganzzahlig die eine Strecke und die andere auffüllen kann. Das ist also so etwas Ähnliches wie der GGT für Strecken. Kommt gleich auch noch etwas genauer. Wenn das so wäre, dass jede zwei Strecken kommensurabel wären, man also immer ein gemeinsames Maß findet, dann bräuchte man keine irrationalen Zahlen. Sie wissen aber schon, Wurzel 2 ist leider irrational, also hat da irgendwas nicht funktioniert. Peinlicherweise hat das auch noch ausgerechnet in dem Pentagramm nicht funktioniert. Da gibt es nämlich auch Seiten, die nicht kein gemeinsames Maß haben. Das war ein bisschen blöd, weil wenn man sagt, alles ist durch Zahlenverhältnisse darstellbar und macht dann Logo, wo das noch nicht mal stimmt, ist das irgendwie nicht so clever. Ja, dann gibt es die regulären Polyeder, da kannte sie aber nur Würfel, Oktaeder und Dodekaeder. Fangen wir mal an mit den Anfängen der Zahlentheorie. Und dann kommt noch was zur Kommensurabilität und zum Satz des Pythagoras, wenn wir das zeitlich überhaupt schaffen. Schauen wir mal in Buch 7 der Elemente des Euklids rein, das im Wesentlichen die Vorstellung der Pythagoreer da abdecken sollte. Eine Einheit ist etwas, das zu einer solchen bestimmt ist. Manchmal steht da auch, eins ist die Einheit, der Anfang aller Dinge. Das liegt irgendwie daran, dass diese Übersetzungen immer so ein bisschen verschieden sind bei dem Euklid. Eine Zahl bezeichnet die Anzahl der Einheiten, aus denen etwas besteht. Und wenn man sich das genauer anguckt, ist 1 noch nicht mal eine Zahl. Weil 1 ist die Einheit und Zahl ist etwas, das aus Einheiten zusammengesetzt wird. Es gibt aber in dem Euklid dann andere Stellen, wo man merkt, die 1 wird doch zu den Zahlen gerechnet. Also so ganz eindeutig ist das nicht. Also 1 wäre eigentlich keine Zahl, sondern die Zähleinheit. Brüche sind im eigentlichen Sinne keine Zahlen, weil die sind ja nicht aus Einheiten zusammengesetzt. Da wird ja die Einheit nochmal unterteilt. Aber das sind Verhältnisse von Zahlen. Und später bei Aristoteles wird dann gesagt, es gibt die Zahlen und es gibt die Größen. Größen kann man darstellen als Verhältnisse von Zahlen. Also als Bruchzahlen. Und dann gibt es später, ganz später, als man dann merkt, es ist inkommensurabel, gibt es auch noch die Verhältnisse von Größen, also zum Beispiel die Verhältnisse von Längen. Und die sind noch nicht mal immer durch Verhältnisse von Zahlen darstellbar. Das Verhältnis von Seitenlänge zu Diagonale im Quadrat ist nicht als Verhältnis von natürlichen Zahlen darstellbar. Das zeigen wir auch noch. So, das widerspricht diesem Wahlspruch, alles ist Zahl. Es kann eben nicht jedes Größenverhältnis als Verhältnis ganzer Zahlen dargestellt werden. Das merkt man bei diesen sogenannten inkommensurablen Größen. Also ist so diese ganze Zahlenphilosophie der Pythagoreer hat nicht so richtig funktioniert, leider, was sie sich da gewünscht haben. So, viel beschäftigt haben die sich angeblich, wenn man antiken Quellen wieder Vertrauen schenkt, mit figurierten Zahlen, also so Plättchen gelegt. Zum Beispiel ganz links haben wir die Dreieckszahlen 1, 3, 6, 10, 15 und wie geht es weiter? Genau, also das so.
Und jetzt switchen wir hier vielleicht mal wieder um. Da merken Sie dann auch, wie das mit Reihen zusammenhängt. Ne? Also hier haben wir ja 1 plus, also 1, 1 plus 2 ist gleich 3, 1 plus 2 plus 3 ist gleich 6, 1 plus 2 plus 3 plus 4 ist gleich 10. So, jetzt müssen wir das hier noch ein bisschen anders darstellen. So, aber da wissen Sie ja, das ist hier offensichtlich die Summe der ersten n natürlichen Zahlen. Ne? Also da haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört, dass man das auch darstellen kann als n mal n minus 1 halbe. Das sieht man übrigens auch. Sie haben hier n. Und jetzt, wenn Sie jetzt die Punkte hier nochmal dranlegen würden, also malen das Dreieck da seitlich nochmal dran. Plus 1. So, hier, weil wenn ich die hier nochmal daneben male, dann habe ich hier n plus 1, hier habe ich n plus 1, hier habe ich n plus 1, da habe ich n plus 1. Und ich habe n Reihen und ich muss aber nur die Hälfte davon nehmen, also n mal n plus 1 halbe. Kommt da genau raus. Muss natürlich plus 1. So, und jetzt kann man sich überlegen, das wird auch funktionieren, wenn hier 5 liegen, dann könnte ich das ja auch machen. Wenn da 6 liegen, wenn da 7 liegen, also das muss immer n mal n plus 1 halbe sein. Habe ich jetzt quasi mit Bild bewiesen und nicht mit vollständiger Induktion. Weil ich jetzt sagen kann, das wird für jedes dieser Bilder funktionieren. Es gibt überhaupt keinen Grund daran zu glauben, dass das nicht so sein sollte. Hier natürlich auch schön, die Summe der ungeraden Zahlen ergibt die Quadratzahlen. 1 plus 3 plus 5. Kann man auch leicht zeigen, dass da immer eine ungerade Zahl kommen wird, weil hier wird immer das n liegen, hier wird auch das n liegen und hier wird eine 1, also das n von vorher. Hier wird das n liegen und hier wird eine 1 liegen. Das wird also 2 mal n plus 1 sein, also sicher ungerade. Das ist die Summe der ungeraden Zahlen, ergibt die Quadratzahlen. Und dann gibt es eben noch Rechteckszahlen und Fünfeckszahlen, wo es auch so Beziehungen gibt. Und im Grunde genommen durch die Bilder hat man da immer schon so gewisse Beweise über die Reihen mit drin. Nur man muss eben glauben, dass dieses Muster immer so weitergeht oder müsste da irgendein Argument finden. Und man kann relativ viele Aussagen auch mit so Punktbildern begründen. Und ich denke mal, dass das auch Teil der Übung wäre. Wo wir jetzt so wenige sind, machen wir das vielleicht so, dass wir einfach gemeinsam die Übungsaufgaben durchgehen. So Schritt für Schritt, ja. Ah ja, sicher, sicher. Hauptsache, ich habe noch einen Zettel. Ah ja, habe ich. So, okay. Schauen wir mal. Da ist die erste Frage auf Ihrem Zettel. Da haben wir so ein anderes Punktmuster. Welche Aussage wird durch diese Abbildung hier wohl versucht zu beweisen? Das ist, glaube ich, relativ leicht. Und die Summe von zwei geraden Zahlen ist auch gerade. Ne? So, weil man hat da immer so ein Häkchen, was überbleibt und dann passt das genau aufeinander. So, jetzt kommt die nächste Frage. Zeigen Sie mit Hilfe eines Punktmusters, dass das Achtfache jeder Dreieckszahl um 1 vermehrt eine Quadratzahl ergibt. Boah, da müssen wir jetzt ordentlich was malen. Ne? So. So, einer der beiden Beweise war da etwas schief gegangen, nämlich wir wollten durch Punktmuster zeigen, dass das Achtfache einer Dreieckszahl auf jeden Fall plus 1 erhöht eine Quadratzahl ergibt. Ich fange da jetzt mal so an. Also wir nehmen mal die Dreieckszahl 3. Ich sage dann nachher auch, warum das für 5 und andere Zahlen auch geht. Jetzt hatten wir schon gesagt, die Dreieckszahlen, die haben ja diese schöne Eigenschaft, dass die n mal n plus 1 halbe ergeben. Das heißt, das kann man auch im Bild sehen, indem ich hier die Dreieckszahl noch einmal darunter male. Jetzt habe ich hier, diese Seite ist n. N. Und die andere Seite ist n plus 1. So,
Jetzt hat das gesamte Rechteck, was ich da habe, ist offensichtlich zweimal die Dreieckszahl. Jetzt lege ich das hier unten nochmal drunter. Jetzt habe ich schon viermal die Dreieckszahl. Jetzt lege ich das seitlich nochmal wieder daneben. Da habe ich schon sechsmal die Dreieckszahl. Jetzt lege ich das oben nochmal wieder daneben. Außen habe ich jetzt zweimal die Dreieckszahl, viermal die Dreieckszahl, sechsmal die Dreieckszahl, achtmal die Dreieckszahl, achtmal die Dreieckszahl. Innen bleibt 1, achtmal die Dreieckszahl plus 1. Was habe ich hier an der Kante? Immer n plus 1 plus n, n plus 1 plus n, n plus 1 plus n und n plus 1 plus n. Das Äußere ist also n plus 1 zum plus n zum Quadrat. Das ist sicher eine Quadratzahl. Es ist jetzt auch egal, dass ich hier 3 genommen habe. Wenn ich 5 genommen hätte, hätte ich genau dasselbe Bild gehabt. Ich zeige das mal kurz. Ich male da das nur einmal rein. Ich nehme mal die nächste Dreieckszahl. Das ist die 6. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt kann ich das hier natürlich wieder genauso machen, dass ich die Dreieckszahl dann nochmal wieder daneben male. Ja, sieht das so aus. Jetzt habe ich eben hier dieses andere Rechteck. Da habe ich auch wieder n und n plus 1. Und natürlich kann ich das jetzt hier wieder genauso machen. Ich klicke jetzt hier die 3 an und gehe hier die 4 rüber. Ich lege hier wieder die 3 an und gehe die 4 nach oben. Und ich lege hier wieder die 4 an und gehe die 3 nach unten. Auch hier habe ich wieder einmal die Dreieckszahl, zweimal die Dreieckszahl, viermal die Dreieckszahl, sechsmal die Dreieckszahl, achtmal die Dreieckszahl plus 1 ergibt insgesamt die Quadratzahl. Umgekehrt kann ich das Argument jetzt auch bringen. Sagen wir mal, wir haben eine ungerade Quadratzahl, das war ja die Behauptung. Also zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. So, das ist jetzt mal meine Quadratzahl. Jetzt kann ich natürlich auch hier hingehen und sagen, aha, das ist eine ungerade Zahl. Also kann ich da immer eine gerade Zahl abziehen und es bleibt eine ungerade Zahl über. Das ist also n plus 1 oder, wie Sie es eher gewohnt sind aufzuschreiben, 2n plus 1. So, und jetzt kann ich natürlich hier wieder die Unterteilung von oben hernehmen. Ich habe hier die n mal n plus 1, ich habe hier die n mal n plus 1, ich habe hier die n mal n plus 1 und ich habe hier die n mal n plus 1. Also habe ich hier 4 mal n plus 1 oder eben 8 mal n plus 1 halbe. Also 8 mal eine Dreieckszahl, in der Mitte bleibt 1 übrig, ist genau das, was ich zu beweisen hatte. Also so funktioniert das mit den Punktmustern, wenn man gerade nicht auf dem Schlauch steht, wie es bei mir leider heute in der Vorlesung war. Das war's dann. Ist, machen wir das mal algebraisch. Ach, die hätte ich mir echt mal vorher angucken sollen, die Aufgaben. So, also schauen wir mal. Also sagen wir mal, wir haben eine ungerade Quadratzahl. Also sagen wir mal 2 hoch n minus 1
Ist das eine ungerade Quadratzahl? Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Na, das, ja. Ja, ja, genau. Sowas wird immer eine ungerade Quadratzahl. Ne? Für, ich sollte vielleicht, soll ich da Plus nehmen? Muss man eben überlegen. Na, wenn ich da 1 einsetze, kommt hier 1 raus. 1 Quadrat ist die erste. Und wenn ich da 2 einsetze, kommt da raus 4. Minus 1 ist 3, Quadrat ist 9. Ist die zweite ungerade Quadratzahl und so weiter. Das sieht gut aus. Ne? Da gibt es jetzt keine Einwände. So, und das kann ich offensichtlich auch schreiben als 8 mal 0 plus 1. Und das hier kann ich schreiben als 8 mal 1 plus 1. Und wenn ich hier schreibe, machen wir die nächste auch noch, 25, kann ich schreiben als 8 mal 3 plus 1. So, und 1, 3, und wenn ich jetzt hier weitergehe, 7 Quadrat ist 49, ja? 49 ist dasselbe wie 8 mal 8 mal 6 plus 1. So, hier müssen ja die Dreieckszahlen auftauchen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Also 2 mal n minus 1 Quadrat ist 4n. Achso, ist 2n zum Quadrat plus 2 mal 2n mal 1 minus 1 Quadrat. Und hier ein Minus. Ne? So. So. Und hier ein Plus. So geht die binomische Formel, gell? So. Das ist also dasselbe wie 2n² ist 4n² minus 4n plus 1. Ja, jetzt das sehe ich, dass das durch 8 teilbar ist vorne, oder? Sehen Sie es auch schon? 4 mal n mal n minus 1 steht da, oder? Plus 1. Ist in Ordnung, 4 mal n, 4n ausgeklammert und dann bleibt innen drin stehen n minus 1 vorne. Einwände? No. 4n ist durch 4 teilbar und entweder ist n durch 2 teilbar oder n minus 1 ist durch 2 teilbar. Stimmen Sie mir zu? So, also das hier ist auf jeden Fall mal durch 8 teilbar. Und das, was hier hinten steht, ist eine 1. So, das ist aber nicht nur durch 8 teilbar, sondern was dann da rauskommt, ist eine ungerade Zahl, wenn ich das durch 8 geteilt habe. Weil es kann nur entweder n oder n minus 1 durch 8 teilbar sein. Hier noch Schwierigkeiten an der Stelle. 4n mal n minus, und hier die 4n ausklammert, ist 1. Also 4n mal n minus 1. Und jetzt anders gedacht, 4 mal n oder n minus 1, eins von beiden ist durch 2 teilbar. Also ist das insgesamt durch 8 teilbar. Und was durch 8 geteilt ist, ist dann wieder eine ungerade Zahl. So, und damit ist das dann im Prinzip gezeigt, dass wenn ich hier mit einer ungeraden Quadratzahl, da immer das rauskommt. Gut, also das glauben wir mal. Machen wir mal das etwas leichtere auf dem Übungszettel. Ja, da sehen Sie, dieser Herr Katz, von dem der Herr Dörfler das Buch empfohlen hat, der hat schon ganz schön schwierige Aufgaben da drin. So, die nächste ist etwas leichter. Setzt man beliebig viele ungerade Zahlen zusammen und ist die Anzahl gerade, so muss die Summe gerade sein. Das schaffen wir, das ist nicht so schwierig. Also, setzt man beliebig viele ungerade Zahlen zusammen und die Anzahl davon ist gerade. So, also sagen wir mal 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ja. Da würde es zum Beispiel hinhauen. Warum? Weil das hier wieder ist, ich gebe das da drauf. Ich gebe den Fünfer hier noch drauf, dann habe ich bei beiden 4 liegen. Oder ich könnte jetzt auch sagen, ich habe 1, 2, 3 und ich habe 1 und ich habe 1, 2, 3, 4,
5 und ich habe meinetwegen noch 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, da wird das auch wieder gehen. Ich gebe einfach immer einen ab an den nächsten und dann wird aus ungerade immer gerade. Solange die Anzahl gerade ist, geht das. Kann ich immer sagen, ich schiebe einen rüber von dem Ungeraden. So, und das ist algebraisch natürlich auch nicht so schwer. Ich habe 2 mal 2n minus 1 oder n plus 1, je nachdem, was Ihnen lieber ist, wo Sie anfangen wollen. So, und das ist wohl offensichtlich 4n minus 2. Das ist 2 mal n minus 2 mal 2n minus 1. So, das ist also immer durch 2 teilbar. Ja, das war relativ leicht. Ach so, ja, das habe ich jetzt nur für, hier habe ich es jetzt so aufgeschrieben, 2 mal 2n. Na, ja, was habe ich jetzt? Jetzt habe ich gleiche Zahlen genommen. Das ist irgendwie nicht so gut. Ne? Ja, ja, stimmt. Sie haben recht. Ich müsste neben 2n minus 1 und ich muss ja auch addieren. So, ja, 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 das war nicht so doll. 2n minus 1. So, schauen wir mal, ob das ein Problem macht. Und dann überlegen wir uns, ich meine, müssten wir mit Induktion wahrscheinlich rangehen. Aber schauen wir mal. Aber da kann ich ja wieder dasselbe machen. Ne? 2n plus 2m. Minus 1, minus 1, also hier hinten haben wir also minus 2. So, vermutlich wäre es am sauersten, das mit Induktion zu zeigen. Weil jetzt müsste ja sagen, ah, wenn ich 3 habe, dann habe ich eigentlich 2n minus 1 plus 2m minus 1 plus 2l minus 1 und so. Plus 2... O minus 1. So, aber auf jeden Fall gerade Anzahl von Dings. Und dann habe ich auch eine gerade Anzahl von Einsern immer. Das, also ich habe immer eine gerade Anzahl von Einsern, ist die wesentliche Aussage. Ja, ja, genau. Ich könnte jetzt sagen, 2 ungerade Zahlen und das haben wir ja hier oben quasi gezeigt. Ne? Die Summe von 2 ungeraden Zahlen ist immer gerade, haben wir hier. Und jetzt kann ich sagen, aha, ich kann das, wenn das eine gerade Anzahl ist, kann ich immer 2 nehmen und die Summe von 2 ist immer gerade. Und weil ich ja immer Zweierpärchen bilden kann, weil ich ja eine gerade Anzahl habe, habe ich das dann insgesamt gerade. Ja, das wäre das Argument. Das ist als Argument gut. Oder wenn Sie es dann immer noch nicht glauben, können Sie auch einen Induktionsschluss machen. Aber der setzt wahrscheinlich genau dasselbe voraus und ist deswegen etwas überflüssig. Wir können mal schauen, wie das direkt in den Elementen drin ist. Erstmal, wo steht das überhaupt drin? Das ist in diesem Bereich, der sich die Lehre vom Geraden und Ungeraden nennt. Das ist das Buch 7. Gerade ist die Zahl, die sich halbieren lässt. Okay. Und ungerade die, die sich nicht halbieren lässt oder die sich um eine Einheit von einer geraden Zahl unterscheidet. Oh, das ist naheliegend. Gerade mal gerade ist die Zahl, die sich von einer geraden Zahl nach einer geraden Zahl messen lässt. Was heißt denn das? Ah, das heißt, die kann noch mal durch eine gerade Zahl geteilt werden. Gerade mal gerade ist die Zahl, die ich nur eine gerade Zahl teile und da kommt wieder eine gerade Zahl raus. Gerade mal ungerade ist die Zahl, die sich von einer geraden Zahl nach einer ungeraden Zahl messen lässt. Also das heißt, da geht eine gerade Zahl ungerade mal oft herein. Und ungerade mal ungerade ist die Zahl, die sich von einer ungeraden Zahl nach einer ungeraden Zahl messen lässt. Das wäre zum Beispiel die 15, weil da geht die ungerade Zahl 3 5-mal herein. Und jetzt die gerade mal ungerade wäre zum Beispiel die Zahl 6, weil da die gerade Zahl 2 ungerade oft reingeht. Und die Zahl 4 wäre gerade mal gerade, weil da geht die 2 zweimal rein. Oder die Zahl 8 wäre auch gerade mal gerade. Ne, aber Sie wissen ja, beim Pythagoras keine Beispiele. Beim Pythagoras sage ich schon, beim Euklid stehen halt keine Beispiele drin. Da stehen einfach nur die Sätze drin und die Erklärung. Manchmal ist das nicht so hilfreich.
So, Behauptung. Setzt man beliebig viele ungerade Zahlen zusammen und ist die Anzahl gerade, so muss die Summe gerade sein. Das haben wir uns gerade angesehen. Ja. No pun intended. So, schauen wir uns mal den Beweis an. Wenn eine gerade Anzahl ungerader Zahlen AB, BC, CD, DE, AB, BC, CD, DE sind also ungerade Zahlen, dann sage ich, ist die Summe AE gerade. So, und jetzt sieht man wieder, das wird immer so geometrisch gemacht. AB, BC, CD, DE sind Strecken, ungerade lang, und die Strecke AC, AE ist dann aber gerade lang. Da die Zahlen AB, BC, CD, DE ungerade sind, bleiben von ihnen, wenn von jeder 1 subtrahiert wird, gerade Zahlen. Wenn ich immer 1 abziehe, bleiben gerade Zahlen. Wenn ich die summiere, ist die Summe auf jeden Fall schon mal gerade. Da ist kein Streit. Da auch die Anzahl der subtrahierten Einsen gerade ist, ist deren Summe gerade. Ich habe gerade mal viele Einsen genommen, also ist die Anzahl gerade. Deshalb ist AE gerade. Weil einerseits habe ich die geraden Reste und andererseits habe ich die geraden Einsen. Und wenn ich das zusammengebe, ist das insgesamt immer noch gerade. Das ist eigentlich recht ähnlich, wie wir argumentiert haben. Wir haben nur immer in so Zweierpärchen gedacht. Aber hier hat man jetzt ein Argument, was das mit den Zweierpärchen gar nicht braucht. Das Bild ist übrigens nicht ganz ideal. Warum? Da sieht das ja aus, als wären AB, BC, CD und DE immer gleich lang. Das muss aber gar nicht sein. Das müssen nur ungerade Längen sein. Das sieht jetzt hier aus, als wären die gleich lang. Das ist nicht ganz so gut. Das wäre so wie mein erster Beweisversuch, wo ich da mit dem 2n-1 rumgetan habe. Das ist hier halt auch, dass das eigentlich nicht in Ordnung ist. So, jetzt schauen wir uns den Katastrophenbeweis an. Nämlich, wir versuchen, eine Quadratzahl zu finden, deren Doppeltes wieder eine Quadratzahl ist. Nehmen wir das größte gemeinsame Maß, das sich erfinden. Ja, so. Genau, also jetzt die Idee ist so, ich hätte das vorher mit dem Kommensurabel erklären müssen, das ist jetzt irgendwie nicht günstig. Also sagen wir mal, hier ist die Quadratseite, aber dann haben wir, da ist die Diagonale und hier ist die Quadratseite, die ist ja so ein Stück kürzer. So, und normalerweise findet man halt das gemeinsame Maß dadurch, dass man sagt, naja, wenn es eine kleine Strecke gibt, ich lege die hier mal hin, ich behaupte, diese Strecke hier gibt's, die misst sowohl das als auch das. Also die passt ganzzahlig hier rein und die passt ganzzahlig hier rein. Das nennt man kommensurabel, wenn das geht. Wenn das geht, dann geht die aber auch immer in dieses Reststück rein. So. Und die geht dann auch rein in das, wenn ich hier von dieses Reststück abziehe, geht die auch hier rein, wieder in den Rest. Und das kann ich so weitermachen. Und wenn das ganze Zahlen sind, dann muss das irgendwann abbrechen. Das habe ich, glaube ich, auch als Bild mit. So, hier mal für 20 und 12. Jedes gemeinsame Maß von 20 muss auch in 12 reinpassen. Also wenn es eine gemeinsame Länge gibt, die 20 und 12 ausmisst, dann passt die sicher auch in die 8. So, dann muss die aber auch in die Differenz von 12 und 8 passen. Das wäre die 4. So, und jetzt ist man fertig. 4 geht in 8 glatt auf, also geht 4 auch in 12 glatt auf, also geht 4 auch in 20 glatt auf. Und immer wenn das ganze Zahlen sind, bricht das auch immer ab. Also wenn ich da zum Beispiel drüber schreibe, 37 und 25, dann wird das auch funktionieren, weil spätestens bei der 1 hört das auf. Also irgendwann, und das ist im Grunde genommen der euklidische Algorithmus, mit dem man ja den GGT auch bestimmen kann, und was da rauskommt, ist der größte gemeinsame Teiler. So, und jetzt nehmen wir mal an, wenn man jetzt andere Strecken hat, also wenn da oben Bruchzahlen stehen und unten steht eine Bruchzahl, funktioniert das auch noch immer. Da kommt halt immer irgendein kleinerer Bruch raus, der das beides gemeinsam ist. Aber wenn man jetzt irgendwelche Längen hat, wo man gar nicht die Zahldarstellung noch nicht kennt, dann muss das nicht mehr immer funktionieren. Weil wenn die eine Strecke meinetwegen 2 lang ist und die andere Wurzel 2, dann gibt es ja nicht irgendwie
ein Teilerverhältnis, was da reinpasst. Wir nehmen jetzt aber mal an, es gäbe so eins. Das ist der Beweis. Wir nehmen an, die Seite des Quadrats und dessen Diagonale hätten ein gemeinsames Maß, so dass sich die Seite des Quadrats als das n-fache dieses gemeinsamen Maßes darstellen lässt. Also die Seite des Quadrats wäre das n-fache und die Diagonale als das m-fache. So, nochmal auf das Bild. Also sagen wir mal, das hier wäre die Diagonale gewesen. Diagonale. Und das wäre die Seite. Und jetzt machen wir diesen Spaß immer weiter. Und irgendwann kommt hier unten etwas raus. Das nenne ich mal E. Das ist meine Strecke, die das gemeinsam misst. Die passt in die Diagonale m mal rein. Und die passt in die Seitenlänge n mal rein. Wir können uns nun vorstellen, wir stellen die beiden Quadrate, sodass die Seite des Quadrats als das n-fache und die Diagonale als das m-fache dieses Maßes ausdrücken kann. So, und jetzt stelle ich n-Quadrat und m-Quadrat als diese Punktbilder dar. So, bei dem einen ist n die Seitenlänge, bei dem anderen ist m die Seitenlänge. Das ist da als Quadrat dargestellt. Wir können uns nun vorstellen, wir stellen die beiden Quadrate durch quadratisch angeordnete Rechensteine dar. Mit n bzw. m Steinen an den Seiten. Das ist ein Bild. Das große Quadrat mit m Stein Seitenlänge müsste dann genau doppelt so viele Steine enthalten wie das kleine Quadrat mit n Steinen. Natürlich können wir solche Quadrate nicht wirklich legen. So viel wir auch probieren würden, wir können solche Quadrate nicht finden. Das ist ja gerade das Besondere des indirekten Beweises. Wir nehmen etwas Unmögliches an. Wir nehmen also nur hypothetisch an, solche Quadrate würden existieren. Und jetzt untersuchen wir mit der Hilfe vom Geraden und Ungeraden die beiden natürlichen Zahlen n und m, die die Seiten bilden. Je größer das gewählte gemeinsame Maß wäre, also nehmen wir an, das wäre so relativ groß oder das wäre so relativ klein, je nachdem, was da rausgekommen wäre, desto kleiner wären n und m. Klar, wenn das sehr klein ist, muss ich das relativ oft mal nehmen, damit das hier in das m reinpasst, ist das relativ oft rein. Also je größer das gewählte gemeinsame Maß wäre, desto kleiner wären also n und m. Nehmen wir das größte gemeinsame Maß, das sich überhaupt finden lässt, erhalten wir die kleinsten möglichen Zahlen n und m. Also ich sage da quasi, ich suche den größten gemeinsamen Teiler in dem Sinn. Also ich nehme jetzt wirklich das, was am besten, das, wo ich die kleinsten m und n rauskriege. So groß wie möglich mache ich diese gemeinsame Strecke. Natürlich, wenn ich eine gemeinsame Strecke habe, könnte ich die immer noch halbieren, das wäre dann immer noch eine gemeinsame Strecke. Oder ich kann die Dritteln oder ich kann die Sechsteln oder Zehntel, bleibt ja immer eine gemeinsame Strecke. Aber wir sagen jetzt mal, das, was wir ausgewählt haben, ist tatsächlich die beste Möglichkeit. Die größte gemeinsame Strecke, die sowohl in die M-Strecke als auch in die N-Strecke, also in die Seite und die Diagonale reingeht. Also dann haben wir die kleinsten möglichen Zahlen M und N. Die können dann aber nicht beide gerade sein. Warum? Denn sonst wäre auch das Doppelte des gemeinsamen Maßes ein gemeinsames Maß. Klar, wenn die beide gerade wären, also wenn ich m schreiben könnte als 2m1 und wenn ich n schreiben könnte als 2n1, dann würden ja m1 und n1, das wird ja auch wieder passen. Diese können dann nicht beide gleichzeitig gerade sein, sonst wäre nämlich das Doppelte hiervon, ja, das Doppelte von diesem e, ja, wenn ich hier durch... Wenn ich das jeweils durch 2 teilen kann, hieße das ja, ich könnte das gemeinsame Maß doppelt so lang machen. Das kann also irgendwie nicht sein. Die können nicht beide gleichzeitig gerade sein, sonst wäre auch das Doppelte des gemeinsamen Maßes ein gemeinsames Maß. Dann wäre aber das gewählte Maß nicht das größtmögliche. Wir haben aber angenommen, das ist das größtmögliche. Die größere Zahl muss, m muss aber gerade sein. Die größere Zahl m muss gerade sein, weil wir wissen, das ist die Summe von 2 anderen Quadratzahlen. Davon sind wir ausgegangen. Also die muss auf jeden Fall gerade sein.
Die größere Zahl m muss also gerade sein, da wir wissen, dass ihr Quadrat gerade ist, denn es ist doppelt so groß wie das Quadrat von n. Also das muss gerade sein, das geht nicht anders. Wenn aber das Quadrat einer Zahl gerade ist, dann muss die Zahl selber auch gerade sein. Also wenn m Quadrat gerade ist, muss m aber auch gerade sein. Wir wissen jetzt also, dass die Zahl m gerade und die Zahl n ungerade sein muss. Weil beide dürfen ja nicht gerade sein. Und m muss gerade sein. Also m gerade, n ungerade. Wenn aber m gerade ist, können wir das Quadrat mit der Seitenlänge m in 4 gleich große Quadrate mit m halbe zerlegen. 4 gleich große Quadrate mit m halbe. Jetzt hat plötzlich das kleinere Quadrat mit der Seitenlänge n die magische Eigenschaft, doppelt so viele Steine zu erhalten, wie das kleinere Quadrat mit der Seitenlänge m halbe. Ja, wenn ich das hier in 4 gleiche teile, dann hat das offensichtlich m Viertel und das n ist aber n halbe. Jetzt hat plötzlich das kleine Quadrat mit der Seitenlänge n die magische Eigenschaft, doppelt so viele Steine zu enthalten wie das kleinere Quadrat mit der Seitenlänge m halbe. Das Quadrat von n ist dann also eine gerade Zahl, weil es setzt sich ja aus 2 Quadraten zusammen. Ist also eine gerade Zahl. Und damit muss aber wieder mit demselben Argument auch die Zahl n gerade sein. Und jetzt habe ich einen Widerspruch. Ich habe ja angenommen, n ist ungerade und m ist gerade. Und jetzt habe ich gezeigt, aha, wenn m gerade wäre, müsste n aber auch gerade sein. Also einerseits kann es nicht sein, dass beide Zahlen gerade sind. Dann würde ich ein größeres gemeinsames Maß finden. Aber andererseits, wenn ich aus 2 Quadraten 1 machen kann, da müssen immer beide Zahlen gerade sein. Und da entsteht dann der Widerspruch. So, jetzt sind wir auch schon mitten beim Prinzip der Wechselwegnahme. Das wird gewöhnlich Hippasios von Metapont zugeordnet, der dann angeblich die Inkommensurabilität entdeckt hat. Wir machen die jetzt nochmal an einem anderen Beispiel und ohne diese komischen Quadratfiguren, nämlich an dem Pentagramm. Also hier nochmal die Wechselwegnahme. Das Prinzip ist immer, hier ist eine Strecke, hier oben ist eine Strecke und eine zweite. Und wenn es eine Strecke gibt, die in beide reinpasst, dann passt die auch in den Rest der beiden Strecken rein. Und das kann ich immer so fortsetzen. So, normalerweise bricht das ab, wenn man die Strecken ganzzahlig hat. Aber eben nicht immer. So, und mit... Nein, jetzt komme ich ganz durcheinander. So, hier kann man jetzt bei diesem Pentagramm zeigen, dass ich den Prozess unendlich oft wiederholen könnte. Immer wieder ein kleineres Pentagramm reinmalen und noch ein kleineres und noch ein kleineres, ohne dass das abbrechen würde. Das Verhältnis von Seitenlänge zu Diagonale in dem Pentagramm ist auch nicht kommensurabel. So, da verläuft die Argumentation jetzt wie folgt. Hier haben Sie die Seitenlänge a. Sehen Sie? A. Und hier haben Sie das d. So, hier haben Sie das d. Und wenn Sie das a jetzt hier hinten rübertragen, ne, so parallel verschieben, hier haben Sie ja ein Parallelogramm, dann bleibt hier so eine kleine Linie übrig. Ne, das ist die Reststrecke. Und wenn Sie die Reststrecke wieder hier unten rübertragen, sehen Sie, das ist die Diagonale in diesem kleinen Fünfeck. So, also gilt, die Diagonale in dem großen Fünfeck ist einmal die Seitenlänge in dem großen Fünfeck plus die Diagonale in dem kleinen Fünfeck. Und umgekehrt gilt auch, die Seitenlänge in dem Fünfeck, die hier ist, die Seitenlänge ist die Diagonalenlänge hier in dem kleinen Fünfeck, Diagonalenlänge in dem kleinen Fünfeck, plus die Seitenlänge in dem kleinen Fünfeck. Weil jetzt können Sie auch wieder, jetzt schieben Sie das wieder hier oben hoch, ne? Die Diagonale schieben Sie da oben hoch, da haben Sie hier das. Und dann sehen Sie wieder, ah, das ergibt wieder genau das.
ergibt wieder genau hier die Seite. Ne? Da unten die Seite hier. Jetzt nehmen Sie die Seite von hier und schieben die hier so hoch. Da haben Sie hier die Seite nochmal und da sehen Sie genau wieder, ah, da ist die kleine Seite plus die kleine Diagonale. So, und jetzt könnten wir dasselbe aber in dem Inneren auch machen. Jetzt könnte ich wieder weitergehen, könnte sagen, ah, hier ist ja wieder so ein Fünfeck drin und mache das mit dem Zweistrich. Und natürlich könnte ich da wieder eins reinzeichnen. Und ich könnte wieder eins reinzeichnen und wieder eins reinzeichnen und wieder eins zeichnen und wieder. Das kann ich immer kleiner machen, das bricht nie ab. Das ist so unendlicher, warum soll das aufhören? Das kann ich immer weitermachen. Aber wenn es jetzt eine gemeinsame Strecke gibt, die sowohl die Diagonale als auch die Seite hier messen soll, dann muss die Strecke auch die Diagonale und die Seite in diesem kleineren Fünfeck ausmessen. Und das muss auch die Seitenlänge und die Diagonale in diesem noch kleineren Fünfeck ausmessen. Und das muss auch die Seitenlänge und die Diagonale in noch einem kleineren und so weiter. Das bricht aber nie ab. Sie können die Folge der Fünfecke da beliebig weit fortsetzen. So, das heißt, das Fünfeck wird kleiner als jedes beliebige Maß, was Sie finden könnten, gemeinsame Maß. Und damit ist dann bewiesen, die haben kein gemeinsames Maß. Weil den Prozess dieses Konstruierens kann ich beliebig oft fortsetzen. Das wird kleiner als jede Länge und damit geht das nicht. Oder wenn man das rechnerisch macht, sieht man auch wieder, dass da eine Wurzelgeschichte rauskommt. Wenn ich die Diagonalenlänge mal x nenne, dann verhält sich x zu der Seitenlänge 1, genauso wie 1 sich verhält zu x minus 1. Jetzt muss man da wieder ein bisschen gucken, scharf hinsehen. Also x ist hier Diagonale, die Seitenlänge soll 1 sein und dann ist das x minus 1, Moment, ist hier dieses Reststück. Ne? Da haben Sie wieder hier haben Sie wieder eine Diagonale. Jetzt gehen Sie hier wieder mit dem Teil runter in dieses Parallelogramm. Da haben Sie die Länge 1 liegt hier. Hier liegt 1, da liegt dann logischerweise x minus 1, weil x war die Diagonallänge. Also verhält sich x zu 1, so wie 1 zu x minus 1, rüber multipliziert, ausgeklammert, Mitternachtsformel angewendet, 1/2 plus minus Wurzel aus 5/4 oder Wurzel 5 plus minus 1/2 kommt da als Verhältnis nur in Frage. Und Wurzeln können nicht rational werden. Kommensurable Streckenverhältnisse heißt immer, es ist als zum Beispiel 5 zu 4 mal e darstellbar, also als Bruch darstellbar, kann gar nicht sein, wenn da was Irrationales rauskommt. Oder eben hier das andere Argument, der Prozess lässt sich beliebig oft fortsetzen. Also das gemeinsame Maß würde beliebig klein werden, kleiner als jede vorgegebene Größe. Und damit existiert es nicht. Das sind die Inkommensurabilitätsbeweise. So, dann schließen wir noch mit dem Satz vom Pythagoras. Passt eh wunderbar. Wie ist der Satz des Pythagoras bewiesen worden? Ursprüngliche Beweise hat man nicht. Das Einzige, was wir machen können, ist, wir können uns mal den Beweis zum Satz des Pythagoras angucken, wie er in Euklid Buch 1, Proposition 47 drin ist. Hier hätten Sie wieder diese Born-Darstellung. Das ist vielleicht etwas unübersichtlich. Deswegen habe ich auch hier zum Abschluss keine Kosten und Mühen gescheut und Ihnen den natürlich auch nochmal in GeoGebra reingegeben. Wir machen da jetzt eine Hälfte und dann gucken wir, wie der Rest zusammenkommt. Das funktioniert im Grunde genommen so. Wir gehen aus von zwei Dreiecken. Und zwar mal von diesem lilanen Dreieck und von diesem grünlichen Dreieck. Oder Türkis. Türkis will ich nicht. Türkis und Blau. Sollte ich vielleicht mal an der Farbgebung arbeiten, damit das politisch nicht so brisant ist. Also die haben die gleiche Fläche. Warum? Können Sie das sehen? Weil das kongruente Dreiecke sind. Also die haben diese Seite hier gemeinsam. Das soll ja hier oben ein Quadrat sein über der Seite. Also das ist die Seite, die taucht hier nochmal auf. So, und dann die andere Seite, die taucht hier unten nochmal auf. Dann haben die dieses Stück des Winkels mal gemeinsam, was innerhalb des Dreiecks ist. Und die haben hier unten, hier sind einmal 90 Grad und hier sind einmal 90 Grad.
Das heißt, dieser Winkel hier, so, wo ich da jetzt mit der Maus lang fahre, der ist genauso groß wie dieser Winkel. Also die sind kongruent. Kongruente Figuren sind offensichtlich flächengleich. Jetzt behaupte ich als nächstes, diese Seite hier, wenn das ein Quadrat ist, dann ist das hier wohl parallel zu dem hier unten. Auch noch keine Einwände, ne? So, jetzt verschiebe ich mal die Ecke von diesem türkisen ÖVP-Dreieck hier oben hoch. Ah, das hätte ich andersrum machen sollen. Also Sie sehen schon, ich will das da hinschieben. Diese Dreiecke, sage ich jetzt, sind alle flächengleich, weil die haben dieselbe Grundseite und dieselbe Höhe. Das war ja eine Parallelverschiebung. Also all diese türkisen ÖVP-Dreiecke, die haben also alle dieselbe Fläche. Und genauso hier diese FPÖ-Dreiecke, da kann ich das auch machen. Da gehe ich jetzt hier so runter, 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 bis das hier unten zu liegen kommt. So, und wenn ich jetzt mit dem hier noch so hoch gehe, bin ich da. Jetzt weiß ich, dieses Dreieck hat dieselbe Fläche wie das, weil die Fläche habe ich gar nicht verändert. Die zwei Dreiecke, also das ÖVP-Dreieck und das FPÖ-Dreieck, die sind jetzt nicht mehr kongruent, aber die sind immer noch flächengleich. So, wenn aber die zwei Dreiecke hier flächengleich sind, dann hat auch das Quadrat dieselbe Fläche wie das Rechteck, weil das Quadrat ist einfach das Doppelte von dem Dreieck und natürlich ist auch das Rechteck hier unten das Doppelte von dem Dreieck. So, und dasselbe könnte ich aber jetzt mit dem BZÖ-Dreieck hier und mit dem SPÖ-Dreieck da oben auch noch machen, weil die sind natürlich auch hier jeweils die Hälfte. Ich könnte das jetzt aber wieder hier so, sehen Sie, das könnte ich jetzt wieder so unten runterziehen, dass das auch wieder so liegt, dass das dann hier die Ecke hier unten liegt und bei dem Dreieck würde ich da oben hingehen und dann hätte ich wieder denselben Fall, dass die da genauso liegen, wie diese hier am Anfang gelegen haben. So, das könnte ich ja hier genauso machen. Ich könnte da mit dem Orangenen da hochgehen und mit dem Roten da runter und dann hätte ich das auf der Seite nochmal. Und dann habe ich also, dass auch dieses Quadrat dieselbe Fläche wie das hat und zusammen haben also die beiden Quadrate die Fläche von dem unten. Da haben Sie im Prinzip die Kathetensätze. Das eine, was ich bewiesen habe am Anfang, ist eigentlich der Kathetensatz hier auf der einen Seite. Und die Summe der beiden Kathetensätze ergibt dann den Pythagoras. So ist der Beweis in dem Dings drin, natürlich mit anderen Farben und anderen politischen Konstellationen. Aber im Grunde genommen ist das genau das, was hier steht. Hier sehen Sie das zum Beispiel auch nochmal. Hier sind diese Teilfiguren jeweils aufgeführt. Da dieses Blaue plus das ist das Doppelte von dem und so weiter. Das ist genau der Beweis, wie der in dem Euklid drin ist. Mit diesem Scherung nennt man das. Ne? Wenn man ein Dreieck hat, wo man die Basis konstant lässt, die Höhe konstant lässt, aber dann quasi den Winkel so ändert, also dass es auf einer Parallele zur Basis verschiebt, das nennt man Scherung. Die Dreiecke haben alle dieselbe Fläche. Das hatten wir vorher benutzt für dieses Ecken wegradieren. Und das ist in dem Beweis drin. Kein großer Freund dieses Beweises war Arthur Schopenhauer, der hat den Stelzbeinig genannt. Ja, und dann, da gibt es so Versuche, andere Beweise zu nehmen. Es gibt sehr alte indische, diesen Stuhl der Braut oder wie der heißt, die Sozerlegungsbeweise drin. Aber im Euklid ist eben dieser komplizierte Beweis drin. Was der Originalbeweis der Pythagoreer ist, weiß man nicht. Und nächste Woche machen wir dann weiter und ich verspreche, nächste Woche machen wir gar nicht weiter, da haben Sie in Kärnten Feiertag, danach die Woche haben wir auch noch wieder Feiertag, also in 3 Wochen sehen wir uns wieder, was mir die Gelegenheit gibt, mir die Beweise diesmal etwas gründlicher vor der Sitzung anzusehen. Okay, dann bis in 3 Wochen.